Alter, ist das Konzentrat? Alter, ist das Konzentrat oder was ist? Was ist denn das hier? Ey, sag mal, wer macht denn das? Ist hier Dings schon wieder ein Pandachen da oder ist hier Boti? Naja, erstmal seid ihr gegrüßt, heute wieder weiter mit dem Flughafenbau. Der Boti, Paddy und Curry sind mit am Start. Grüßt euch! Moin! Servus! Also war das Boti. Naja, gut, alles klar. Boti macht den gleichen Quatsch wie Pandachen. Neuer Versuch. Was? Neuer Versuch? Jo, neuer Versuch. Ach, ist er gegangen. Ach so. Gut, alles klar. Der Gerd ist da. Gerd. Ja? Ich hab das ganz genau beobachtet gestern bei Moses, ne? Grüße gehen erstmal raus an Moses. Ja, nichts hast du beobachtet. Kai ist auch da. Der Karl ist auch am Schlüssel. Grönländer. Der Carsten Tupferchen. Grüßt euch erstmal. Wolfgang ist auch da. Und der Oberberger, Tupfi, habe ich schon gesagt. David Botz war nochmal danke. Du hast ja den Zap den jeden Tag verlängert, ne? Danke dir. Und ja, wir werden weitermachen. Paddy hat mir gerade noch gesagt, am 17. ist es soweit. 16. 16. Am 17. sind wir wieder beim Bausimulator dabei. Ja. Da werden wir den LIPA Bau DLC Teststream machen. Wir werden uns auf jeden Fall die ganzen Maschinen mal angucken, die dann alle da sind. Wir werden die dann aufs Gelände. Ich denke mal, wir werden den Flughafen auch noch weitermachen. Aber da kommt das DLC. Wie teuer es wird, weiß ich nicht. Auf eins könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen. Ich werde heute viel arbeiten. Also, das DLC alleine kostet 9,99 Euro. Man ist aber, wie gesagt, wenn man den Jahr 2 diesen Pass hat, ist das alles inklusive. Aha. Oh ja, gut, alles klar. Dann wisst ihr erstmal Bescheid. Dann wisst ihr erstmal Bescheid. Wer den Jahr 2 diesen Pass noch nicht hat, 24,99 und dann sind alle DLCs, die dieses Jahr rauskommen, inklusive. Aha. So, dann der Lukas und der Sebastian. Grüßt euch. Hat hier das Spiel schon irgendwie wieder... Ich muss mal kurz in den Einstellungen gehen. Irgendwie hat das Spiel hier was eingestellt, was hier schon wieder total laut ist. Und ich gerne störe. Wo ist denn jetzt meine Maus hier? Warte mal. Ich muss mal hier. Hörst du mich? Max, wo hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Hör mal, ich gehe nochmal eben schnell ein Ei legen. Ne? Du warst zu schnell dran jetzt. Also, so genau wollte man das jetzt nicht wissen. Das kann doch nicht sein, dass der ein Ei legt. Naja, gut, alles klar. Ich muss ja mal die Werbung wegklicken. Ich muss ja mal hier wieder klarkommen. Ja. Das ist schon wieder zu viel Input hier. Ich weiß nicht, wo meine Maus ist und alles. Ach. So, seid alle gegrüßt. Also, was soll ich denn jetzt machen? Ihr macht Beton. Gut, alles klar. Jetzt geht der wirklich nochmal auf den Pott. Jetzt geht der wirklich nochmal. Du kannst ja nicht, du kannst ja kein Beton, dann müssen wir das ja schon wieder machen. Du kannst es ja nicht. Nee, ich kann das nicht. Ist der Zaun von allen gut zu hören? Irgendwie macht er hier manchmal irgendwelchen Blödsinn hier, ne? Aber Stupfi, grüß dich. Morgen wärmen wir. Eigentlich hätten wir ein neues Spiel streamen wollen, aber das ist zeitlich alles nicht zur Vorbereitung etc. Wir wollten Arma machen, aber wir müssen es alles noch testen mit den Mods. Wir wollen im Bundeswehr einen Einsatz machen und weil wir das nicht machen, machen wir eine Alternative morgen und zwar Kaska Special Kommando wieder, aber nur 2 Stunden, ja, ganz gemütlich. Was wir Freitag machen, ist absolut noch in der Schwebe. Ich habe da absolut noch keinen Plan, weil die alle keine Zeit für mich haben. Ja, sonst wäre ja Freitag eigentlich Snoran angesagt. So, habt ihr hier alles? Ja, ne? Ihr habt alles, ne? Läuft. Also ich muss ja mal gucken, was eigentlich der nächste Bauabschnitt zu sagen hat. Es muss dann irgendwas ausgepackt werden. Mensch, das Kinder. Mensch, manchmal ist es auch hier ein bisschen verbuggt, ey. So, was ist hier? Drehscheibe. Wir haben ja gar nicht mehr so viele Aufträge, oder? Ah ja, gucken. Gucken. Wir gucken mal, ne? Starfield.
Karl, mit Viertrakt, da müsst ihr einfach mal Pandachen fragen, ob er sich das schon gekauft hat. Ich kann ja mal so, also mit dem 4-LKW-Truck, das könnten wir durchaus mal bringen. Ja, Starfield wäre auch eine Flugzeughangar. Ja, wir werden den Hangar dann auch gleich machen, ne? Stefan, grüß dich. Starfield, puh, ja, könnte man durchaus. Assassin's Creed. Naja, es ist ja so. Ich will erstmal die anderen Games, also das eine, und zwar Gotham, will ich erstmal zu Ende bringen. Und das ist das, die ganz großen Rumpelspiele, sage ich einfach mal, ja. Das sind die Spiele, die bei mir so gut wie gar nicht ankommen. Also Gotham, Assassin's Creed, ja. Und das ist so ein Spiel, was ich dann auf Samstagabend für mich dann bringen möchte. Ja, Nils sei gegrüßt, ne? Und Trompeter. Müssen wir mal gucken. Ich lasse mir da. Ich hätte auch Bock, vielleicht. Wie hieß denn das nochmal? City Skylines. Red Dead Island 2. Ah, nee. Das ist dann. Nee. Hatte ich früher mal gebracht. So, wir sind gleich fertig hier, ne? So, warte mal. Ach nee, hier ist ja noch. Hier ist ja auch noch eine ganze Menge. Aber warte mal, wo ist denn eigentlich der Betonmischer? Kann ich da mit dem Betonmischer mal rein donnern? Oder ist der schon weg? Wagen dich. Hier sind die ganzen Stehne. Armer. So, Armer, wieder da. Ja, Armer werden wir auf jeden Fall mit Curry mal bringen, aber wir müssen es nochmal testen. Deswegen werden wir morgen eine Alternative erstmal wieder KSK machen, ne? Das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ja, das muss ich. Wir müssen da ein paar. Wir wollen ja dann Bundeswehr machen. Und das bedeutet, wir werden auf einer gewissen Karte. Hast du da eine Idee? Was für eine Karte? Irgendwo mit deutschen Namen? Irgendwas? Ja, da kannst du ja mal was raussuchen und dann testen wir das mal mit, genau. Mit Ankleiden. Willst du aber mal schön wieder auf mich ab, war klar. Ja, doch. Mal, was hast du eigentlich so meinen schönen Hut? Wo bist du denn? Ey, der ist so hässlich, ey. Der ist so hässlich, dieser... Komm, der ist gut. Das ist ein Dödelhut. Ich esse mir jetzt erstmal ein Eis, weil das war gerade nicht so richtig. Das war nur ein Schurz, weißt du? Was soll ich dazu sagen? Sven, sei Gruß und Cruzy. Ja, Schurz. Kennst du doch Schurz, oder? Ja. Ein Bremser. Na also. Ja, das ist so ein feuchter Furz, weißt du? Ah, hier, guck mal an, ey. Ah, Botsbar! Danke für die 5 Euro für das DLC. Hab schon wieder vergessen, wie teuer es wird. Wie teuer wird es nochmal? 9,99 Euro. 9,99 Euro. Naja. Das ist. Ist eigentlich schon. Ist das, kann man sagen, ist das teuer? 9,99 Euro für Baumaschinen? Ist da nur der eine Bagger dabei oder sind da noch mehrere? Nein, das sind, ich glaube, fünf Baumaschinen. Ah, gut, das doch. Das einmal eine Laderaupe, also praktisch diese Planierraupe, die da steht, nur halt vorne nicht mit einem Schild dran, sondern mit so einer Radladerschaufel. Ja. Dann einmal eine große Planierraupe, dann einen Bagger, einen großen, einen Muldenkipper, ein Teleskoplader und war noch irgendwas. Also 6 Maschinen. Danke, Stuffi, lass ihn nicht ärgern. Ja, Stuffi. Alle sind so gegen den Maximus. Aber Bots war. Überhaupt nicht. Ja, wir haben jetzt hier, ich glaube, 92 Zuschauer, da haben wir auch 92 Daumen. Ich gucke gleich nochmal nach. Nein, da haben wir 50 Daumen. Hab schon geguckt. Wir stehen eigentlich jetzt so doof rum, ne? Weil wir müssen mal Bauaufsicht. Ich tu grad was. Ja. Frühstück. Immer. Macht ihr das nicht immer? Meine Frau hat so ein neues Eis geholt, so ein Twister oder sowas. So gedrehtes. Schmeckt nicht schlecht.
Alex, wie läuft es jetzt mit den was Erdbewegungen jetzt im ganzen Game? Wie meinst du das? Oh, sind wir jetzt fertig? Ach, hier drinnen sind wir. Guck mal hier. Ach, das ist eine Drehscheibe, wo wir dann quasi... Darauf kommt die Drehscheibe. Oh, die muss ich da mit dem Kran machen. Aber ich muss mal den Kran schon mal... Erstmal den Bagger hier. Kannst du das da überhaupt nicht? Ich muss hier... Ich muss mal die Raupe der hier... Der Boti ist für den Kran hier zuständig. Nein, mit dem verlegefreudigen Kran. Die Leute sollen ja auch sehen, dass ich was mache. Was für nie. Ach so, meinst du, ich muss sagen, Boti, was würdest du sagen, sind die Erdbewegungen sind besser geworden, oder? Hi, Luna. Ja. Luna. Oder, Boti? Ja. Gut. Ja, also... Immer hat der Moses gepetzt, oder was? Moses hat gepetzt? Ja, ich war gestern wir haben... Als wenn du zu ihr guckt hast. Gerd! Was hat er denn gespielt? Schon mal Formel 1. Und das über 8 Stunden. Ja, und dann hast du hier geguckt. Ich bin nach Hause und wollte eigentlich Euro Truck Simulator ein Video aufnehmen. Ich hatte absolut keine Lust. So haben wir denn gequatscht. Ja, Micha war ja dann essen hoch. Moses war auch beim Essen. Und dann musste ich die Unterhaltung machen. Und wir haben über alles drumherum so ein bisschen gequatscht. Und im Endeffekt habe ich dann aber Arma ausprobiert, weil ich ein bisschen mich reinfuchsen wollte. Und dann bin ich auf eine Karte gespawnt als Russe. Und dann wollte ich erstmal gucken, was für eine Kleidung ich habe oder was für Waffen, weil ich ein paar Mods installiert hatte. Und dann merke ich auf einmal, piu, piu, piu. Da haben sie gleich erschossen. Ja, Usbacke. Richtig. Ja, ich packe aus. So. Ja, sehe zu. Und ja, jedenfalls sind da in meinem Spawn-Bereich, glaube ich, 10 oder 12 Soldaten gespawnt. Ich denke, es kann doch nicht sein. Ja, Curry, du stehst im Bereich. Kann gar nicht sein. Doch, du stehst drinnen, kaum ab da. Bau sagte mein Meister, immer lass die Finger fliegen. Ja, den blauen Rahmen. Also ich stehe doch hier am Rand. Du stehst aber im blauen Feld. Ach, ihr habt doch gar keine Ahnung. So. Okay. Sag mir doch einfach, dass du ja Matten hinlegen willst. Boza spendet 5 Euro. Danke dir. So, dann müssen wir jetzt hier die Steine hier, wa? Ey, der hat das Wort Steine richtig gesagt. Sind das die Steine? Nein, keine Steine. Hier die grünen Pakete da hinten. Ja, die Trommel ist gut. Hier, diese drei grünen hier, wo ich stehe hier. Hast du auch gelesen, wie der Gerd über dich abgelästert hat? Nee, ja, er hat auch gelästert über mich. Bei Moses ist es besser und bla bla. Der keine Quatsch. Unfälle und so, habe ich auch gelesen. Ganz ehrlich, was ich gehört habe, hat Moses ordentlich Unfälle und Crash und was weiß ich in der Zeit. Also, ich geguckt hab nicht. Da war er noch ausgeruht. So, Moses ist so, der streamt jetzt mal eine Woche und dann ist wieder 3 Wochen Ruhe. Ich und Gerd haben uns über dich köstlich amüsiert. Dein Name ist übrigens öfters gefallen. Kann ich mir nicht vorstellen, warum. Böbi, danke dir. War ein schöner Stream, mal ohne Unfälle. Ist mal schön anzusehen, hat keine Unfälle passiert. Ja. Warten Sie mal, Herr Liefermaterial. Was ist denn nun? Was sind ja mit die Pakete Drehscheibenelemente, die du liefern sollst? Wo sind sie? Sind doch hier drauf, oder nicht? Ja, das sind Dachpfannen. Da ja, ist mir ja, Auto ist noch nicht leer. Wieso hier mein Kran nicht mehr? Ja, das ist hier Loren. Ups. Was ist hier Loren? Was schreibt denn Gerd schon wieder? Ich hab den Gerd gestern gefragt, und wie viele Unfälle. Da hat der Gerd geschrieben, nur ein kleiner Titscher, nicht so viel wie bei Maximus. Und dann ging das los. Also ich bin da unschuldig, ich bin da raus. Oh, ich muss mal aufmachen hier. Ja, mach mal auf.
Wirklich, ich bin nur am Rennen hier, nur am Agieren. Wirklich. Wie wär's, wo du schon einmal im Kran gesessen hast, hätte ich schon mal hier den Curry abgeladen, dass der mal die Drehscheibenelemente holen gehen können kann. Ja, was der ist ja doch noch. Ja, alles also auch noch. Klar, aber ich kann trotzdem fahren. Mensch. Aber hier sind noch vier Paletten drauf. Ich muss hier erstmal ein paar Dinger hier verlegen hier. Ich bin nämlich Verlegemeister. Guck an. Ach Gott, ich sage mal. Komm, Boti, beeil dich nicht, dass der Piepser gleich wieder geht und du Futschi bist. So, guck mal an. Man schafft mal die Halle heute noch nicht mal fertig zu machen. Ja, dann ist es so. Erstmal Grüße geht raus an alle, die da sind. Ah, immer schön Tee trinken. Und morgen machen wir mal sehen, wer. Also bei Arma, wer Arma Reforged hat, ja, der kann ja gut und gerne mal mitmachen. Oder wenn er Bock hat. Das wird eher so Community-mäßig sein, ne, was wir da machen. Da können auch andere von euch mitmachen. So wie bei Forza. Also, ja, wir können bis zu 64 Spieler machen. Ja, so viel werden wir nie werden, aber nicht auf Hardcore. Wir werden da ein bisschen agieren. Und die einzige Sache ist, wenn wir denn als Bundeswehr, dann sollte sich jeder auch als Bundeswehr anziehen. Wir machen erstmal nicht so viele Mods. Wir werden nach und nach immer nachrüsten. Wir werden vielleicht zum Anfang mit 20 Mods oder so machen. Ein paar deutsche Waffen, Deflektoren und ein paar Visiere und sowas alles. Ne? Und nach werden wir dann, zum Beispiel beim Hubschrauber, da können wir den SAR machen. Soll ich mal Dings machen hier? Ich glaube, das Klon muss runter, oder Curry? Warte mal, ich komm mit. Wieso? Naja, wenn es nicht aufpasst. Dann Boti nimmt das runter. Warte mal, ich mach mal Frühstück, ja? Warte mal. Warte, ich muss doch hier morgens. Ja? Wo muss ich das denn jetzt holen? Warte erstmal, nicht, dass ich falsch fahre. Also, Gerd, du kannst mir ja bei Discord mal dann vier Spiele aufschreiben, die ich dann vielleicht heute noch als Umfrage reinknalle für Freitag. Du hattest ja gesagt, du möchtest Starfield. Und jetzt könnt alle ja mal reinschreiben, worauf ihr noch Lust hättet, was ich... Danke. Worauf ihr Lust habt, dann würde ich das heute Abend noch als Bilderumfrage reinknallen nach dem Livestream. Ja? Und ja. Bömi spendet 2,11 Euro. Botswa und Bömi. Vielen Dank. Ach, hier, Botswa. Das kannst du deinen Leuten oben mal sagen. Ihr fahrt ja die OSL und die CML, die fahren ja regelmäßig immer ihre Touren. Da muss ich mal ein Mörtchen reden. Die haben ja immer keine Lust mit mir am Sonntag zu fahren. Ob es daran liegt, dass ihr zu viel gefahren seid oder ob es an mir liegt, könnt ihr euch auch so. Aber ganz ehrlich, ihr könnt auch gerne auf den Sonntag mal auf der Sonntagstour mitmachen, wenn ihr Bock habt. Ja, wenn ihr da 2-3 rennt, dann könnt ihr auch mit runter in den Sprachchat rein und dann ist gut. Gotham City kommt am Samstag, das ist klar. Das brauche ich nicht reinmachen. GTA will ich mit den Jungs, wenn, zusammenspielen. Habe ich gar nicht auf der Platte. Und Wreckfest wird es auch mal auf dem Wochenende geben. Aber weil die Jungs und Mädels mit der OSL unterwegs sind, haben die am Freitag keine Zeit. Also nein, wir sind nicht mit der OSL unterwegs, wir sind mit dem OS unterwegs auf Twitch. Oder auf OS, OS und OSL, ob Mailand oder Madrid ist, hauptsache Spanien. Ist doch völlig egal. Aber wie gesagt, diesen Sonntag, Sonntagstour, da mache ich ganz normal Schwertransport. Ja, so. Ja, Gerd, wenn du dann noch andere Spiele von der Community hörst, was machst du denn, Bengel? Kurva! Da war eine Öllache. Ah, ich dachte, eine Nacktkatze lag da. Und jetzt lass mich raten, jetzt ist der Maximus mit dem mitgefahren, hat den Kranich mitgenommen, jetzt kommt der gleich wieder und muss den Kran holen. Werden wir sehen. Das wirst du aufladen können, ne? Kannst du gerne, wieso kommt...
Hinweis. Bleib doch stehen, du Blödmann. Ey, ich kann nicht aussteigen. Du sollst auch sitzen bleiben, Mann. Zum Aussteigen muss die Baumaschine angehalten werden. Du stehst doch. Komm, mach jetzt. Ich kann nicht. Zu. Ich hab doch gemacht, aber ich kann nicht mal aussteigen. Was ist da kaputt? Naja, ich fahr einfach mit. Alles gut. Ja. Ja, also Samstag, also jeden zweiten Samstag im Monat will ich dann, wenn meine Tochter nicht da ist, will ich dann so eine, sagen wir mal, Rumpelspiele bringen, ja? Die ich dann, also Single-Rumpelspiele, nennen wir es einfach mal so, die ich dann alleine zocke. Ich will ja nicht die Leute jedes Mal auch sagen, ey, ihr müsst jetzt und hier, wir müssen da und tralala und hopsasa. Ja, jeder hat ja auch sein Privatleben und hat so zu tun. Und daher, ja, ne? Ach nö. Oh. Ich weiß nicht gar nicht, geht Arma auf PC und Xbox zusammen? Ja, Crossplay geht, wenn ich das einschalte auf dem Server, ja. Naja, könnten wir ja machen, dass wir euch alle mitnehmen können. Also Arma Reforge, ne? Nur so. Könnte man machen, ja. The Bus, ja, wenn ich The Bus Gerd reinschreibe, dann ist The Bus gleich drin. Und Boxen will ich, ist jetzt nicht der Bringer. Obwohl Moses überlegt, Arma sich zu holen. Wo? Wie was? Wo? Der Moses, hahaha. Wer hat er das jetzt geschrieben, oder was? Nein, das haben wir gestern gequatscht. Der hat überlegt, das Boxspiel zu holen und hat überlegt, Arma sich zu holen. Da war aber nicht der 1.4., ne, wo er das gesagt hat. Nein, das war gestern. Gerd, erzähl es. Und, ja. Nicht, dass es denn irgendwann so wird, dass auch die Leute das interessiert, was wir machen. Dass denn Forza, Arma, was für sich. Ich muss ja auch lesen, deswegen fahre ich ja wie so ein Ei. Ja. Ja, also. Also, wie gesagt, wir wollen pass ja... Pass auf, jetzt machen wir hier für Erwachsene, kommt jetzt, pass auf. Ja, aber wenn du das Ding umhaust, ja, und dann kriegst du Backpfeifen. Nein, hast du gesehen? Oh, war ganz schmackhaft, ne? Ja, jetzt, komm, jetzt will ich die Hände sehen, die Däumchen, ab nach oben damit. Ja, driften. Gassen. Ja, sie ja. Ja, da können wir nochmal, siehst du? Ja. So, gucke, was hier Gerd geschrieben hat. Oh, ich konnte aussteigen, das ist gut. So, pass auf, ich gehe mal in den Kran rein. Wieso ist der wieder eingeklappt? Weil er im Weg gestanden hat, wie immer. So, ist das, was ihr braucht hier? Seht doch nicht. Nee. Hä? Du hast ja Fertigteile-Elemente gebracht. Da kriegen wir das andere Ende. Wir brauchen Drehscheibenelemente. Ja, ich krieg noch ein Paket da jetzt gleich. Da haben die verkehrten beiden aufgeladen, da kann ich nichts für. Du hast eben überall Fachkräftemangel, ne? Das kannst du machen, was du willst. Holzelemente liefern steht bei mir. Ja, Sägewerk musste hin. Ja, Sägewerk. Wo war ich denn? Bist du in der falschen Baustelle? Nein. Ich habe falsche Sägewerk. War nur schon mal ein paar Schritte weiter. Ja, so kannst du das sehen. Ja, dann fahren wir zum Sägewerk. Komm, mache See zu jetzt. Ja, ich komme. Ja, komme. Komm, damit die Leute mal zu sehen kriegen. So, guck mal hier, Paddy, wie ich das hingestellt habe. Ne? Wie so ein Anfänger. Nur halb gearbeitet. Ich bin die Jugend. Heute. Ey, der hat das Ding am Kran gelassen. Ja. Ey, ich muss dir erzählen. Gestern war, aber nicht weitererzählen. Der
Pandachen war gestern beim ersten Probetraining oder besser gesagt zur Einweisung. Und dann hat man ihnen einfach gesagt, du bist so fett. Ja. Und dann hat man, dann gibt es ja so Geräte, die dann alles messen. Und dann hat man ihn sein wahres körperliches Alter mal so ausgerechnet. Und was denkt ihr? Wie alt ist Pandachens Körper? Keine Ahnung, der hat gesagt, kann nicht mitleben und ist wieder hier gegangen. Nein! 44! Der ist noch nicht mal 30! 44! Ach! Ey, aber nicht weiter erzählen, dass ich hier gepetzt habe. Aber ich find's gut, dass er jetzt versucht, seinen Rumpf zu bewegen und ein bisschen Sport macht. Ich ärgere ihn ja nur, dass er dann halt auch dran bleibt an der ganzen Sache, ne? Ja. Was ist jetzt? 55, 65, 66? Was? Das körperliche Alter. Ja? So alt wie ich ist sein Körper. Und... Na gut, ich bin ja 28. Ach, haut doch alles nicht hin, was ich jetzt sage. Ja. Also ein bisschen bewegen und sowas alles, ein bisschen auf die Ernährung achten. Aber man muss auch irgendwo sagen, im gewissen Alter, ja, dann setz es an. Außer bei Boti. Bei dir setzt du es nirgendwo an, oder? Nö. Nö, du bist so drahtig, ey, da setzt nichts an. Bei mir auch nicht. Verstehe nicht, was du meinst. Naja. Hat mir Pandachen was anderes gesagt. Naja. Hat er gesagt, war gelogen. Er hat gesagt, du bist eine ganz schöne Kampfsau. Keine Ahnung. Und dann nochmal für die nächsten Tage, meine Freundin der untergehenden Sonne. Weil normalerweise wäre ja am 15. das nächste Mal Race Day. Ja, da steht ein Baum, mein Freund. Nee, ich war jetzt irritiert wegen den Holzbalken da rechts. Guck mal. Ja, siehst du die da von dem Stein? Ja, da? Ich sehe die. Ja, und was ist da? Ja. War ich irritiert, habe ich das Lenkrad verrissen. Oh, ist rot. Bleib stehen. Da hat aber Pandachen seine Tour mit dem Bus, da ist er denn die ganze Woche weg. Deswegen werden wir nächste Woche, nur mal so zur Info, nächste Woche Dienstag schon den nächsten Race Day machen, weil wir wollen die nicht zu lange machen. Also den Cut, das wären dann 3 oder so Wochen dazwischen und weiß, was er denn wieder Montag zu tun hat. Nächste Woche, das wäre der 9.4. zu Zucker. Das wird ein richtiger Grand Prix werden. Grand Prix bedeutet mit Qualifying und richtigen Rennen. Wenn es 24-Stunden-Rennen ist, dann ist es mit Tag-Nacht-Wechsel und Wetter und sowas. Wenn wir es Grand Prix nennen, so Zucker Grand Prix, dann ist es mit Qualifying. Das wollen wir das erste Mal ausprobieren. Das Anfangsrennen wird aber, das werde ich wahrscheinlich in der Umfrage noch mit reinmachen, ein Auto werden, was nicht geupdatet wird, was Stock ist. Also ganz normal. Ne? So. Und das wird. Wer Zug? Na, Gerd, ich weiß nicht, was du meinst. Nee, Zugfahren. Ich habe keinen aktuellen Zugsimulator jetzt auf dem Rechner. Okay, im Flight Simulator. Kann der auch nicht Zug fahren? Ah doch, ich bin. Ich habe Einstellungstest bei der Deutschen Bahn bestanden, ja. Also ich hätte. Ja, jetzt wird's wieder lustig. Ich sollte Lokführer für Güterverkehr werden. Das ist von Curry, der war gerade auf dem Top, jetzt kommen die Scheiße aus Liegen. Ja. Ich habe da gesagt, das war nur ein Schurz. Ja, und trotzdem. Die fliegen doch trotzdem. Ist hier Pandachen schon wieder am Start? Aus der Maus, Nikolaus. Ja, der wird schon wieder da sein. Transportfieber habe ich auch nicht. Taxi live. Könnte man. Ja, ich weiß, was du heute bringen kannst. Was? Ich weiß es. Ich habe den ultimativen Kick. Oh, Schild. Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Deine Umfrage ist falsch. City Driver. Was ist falsch? Deine Umfrage. Warum? Die ist von Gemini gemacht.
Ey, was ist denn jetzt los? Ist falsch. Bist du doch nicht. Doch, kam eben ein Fachmann nach oben, der hat gesagt, der hat Unfall gemacht. Hat gesagt, ich nicht. Weil alle Antworten sind falsch. Ist egal, ich habe irgendwas angeklickt. Also Leute, ihr werdet hier komplett verarscht. Ey, das ist künstliche Intelligenz. Und wer ist der Fachmann? Hast du künstliche Intelligenz oder auf dich bezogen künstliche Dummheit? Sei ruhig, wir haben gerade über dich gelästert. Ich weiß, dass sie komme ich runter. Hab ich mit oben gepetzt. Aber Panda macht nichts. Habt ihr schon ihr Recht? Gut. Wieso? Man merkt die Made gleich. Die größte Rache ist, du musst die Fotos selbst machen, lieber nämlich. Ey, ganz ehrlich, Pandachen ist zu doof, ein Foto zu machen. Ich hab dir den Text dafür geschrieben. Jetzt musst du noch die Fotos machen. Ey, ganz ehrlich, jetzt muss ich da ja heute Abend noch rein, um eine Umfrage zu machen. Wer die doofen Ballerspiele spielen kann, kann auch Fotos machen. Ey, du wirst doch wohl... Funktioniert nicht mit F12. Du kannst doch bei Steam Fotos machen. Nee, funktioniert nicht mit F4. Der hat F12 versucht und danach hat Bandachin Alt F4 gedrückt. Was sitzt bleiben. Außer Rest. Ja, ich bleib. Du willst mir jetzt sagen, du kannst bei Forza nicht die Fotos machen. Nee, ich kann keine Fotos machen. Ich speichere die nicht ab. Also die werden nicht gemacht mit F12. Werden sie nicht gemacht. Mit dem Fotomodus macht er sie zwar, speichert sie irgendwo hin, aber keine Ahnung, wo ich die denn finde. Na, denn wo speichert. Das wird bestimmt bei Dokumente und dann bei Games irgendwie so sein. So, an alle, die mich, die Pandachen unterstützen. Ich werde es einfach mal so. Also alle. Wenn man bei Forza Fotos macht im Spiel, also ganz normal dieses X-Taste gedrückt, hier Foto machen und dies und das, wo speichert der die auf der Festplatte? Weil sein Steam macht keine Fotos bei dem Spiel. Wo speichert der die hin? Das passt. Was ist der Speicherort? Ja, wo ist der Speicherort? Keine Ahnung. Bei Forza. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ja, bei Jeopardy war das doch immer so. Man muss das ja mit einer Frage beantworten. Ja, oder so. Im Ordner. Neon. Ey, sag mal, das ist eine gute. Und das, der nennt sich doch Doktor. Ja? Genau. Sag. Ich hab wirklich gedacht, ihr steht hinter mir. Der darüber, sag ich nicht. Ey, wirklich! Die KI ist was für ein Arsch hier im Spiel. Du sag mal, warum fahren wir erstmal dahin und jetzt fährst du woanders hin? Weil der Auflieger zu klein ist, wir brauchen einen größeren Auflieger. Rundablage, was ist das? Wie komme ich da hin? Ey, sage mal, Rundablage ist verarscht, Mann. Ach so. Rundablage ist, wenn. Das ist, so wird gesagt, naja, wenn eine Verwaltung dies und das, naja, mach eine Rundablage und dann bleibt es liegen und dann ist das ist der Papierkorb. Ach so, oder der Schredder. über den Game Pass. Ja. Nee, er hat da bei Steam gekauft, das Spiel. Ich hab keinen Game Pass. Dann guck doch mal, wo Kaffee Steam trinken. Deine Screenshots speichert. Ist ja kein Screenshot, der macht ja keine Screenshots. So. Das ist ein Ingame-Foto. So. Nee, Boti, die müssen jetzt erstmal zur Firma fahren, weil er einen falschen Auflieger hat. Oh. Hör mal, lenkst du da auch, oder was? Der hat jetzt von alleine gelenkt, die dumme Sau. Mist-LKW, so. Sag mal. Was? Na, was brauchen wir denn als nächstes? Brauchen wir irgendwas Besonderes? Als nächstes? Auf hier! Ja, die hat ja schon geholt, die Auszeit. Der lenkt nicht. Ey, was macht der Controller hier? Ist die Batterie alle, oder was? Nein, der ist an! Man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Da hast du dein Lenkrad angeschlossen irgendwie. Nein! Oh. Ey, sag mal, wie fährst du denn, du Ei?
Ich bin da nicht. Du bist doch am Lenken, da mit am Lenken oder was? Ich lenke hier, du kriegst keine Backpfeifen. Ich sitze doch neben dir, wie soll ich denn lenken? Ja, guck mal an hier um Zentimeter wegen Backpfeifen. Junge. Ich hab nichts gemacht. So, jetzt müssen wir erstmal einen anderen Auflieger nehmen hier. Warte. Junge, Junge, Junge. Sei doch mal entspannt, Mann. Also, das ist mal so schön hier. Na, haben wir überhaupt einen Auflieger hier? Ja, den können wir doch rufen. Ah, den können wir nehmen. Der ist, aber kann man da. Einlagern. Warte mal. Nur einlagern. Machst du? Einlagern. Warte doch mal. Ich habe heute noch gar nichts gemacht, heute so richtig. Ey, wann spielen wir eigentlich dieses Fiat Truck Race? Das haben sie auch schon gefragt. Ich habe gesagt, Panachian hat keine Zeit. Ich habe nächste Woche nur 2 Tage zu arbeiten, also mir soll es nicht liegen. Du hast nächste Woche noch 2 Tage zu arbeiten. Ja. Hier ist doch der Auflieger, mein Freund. Oh. Na, hier steht er doch hier draußen. Nimm dein LKW. Na, erstmal weiß ich gar nicht, ob du das Spiel hast. Dann müssen wir genug Leute haben. Ja, dann müssen wir noch genug Leute haben, die das auch wieder installieren. Da wolltest du fragen. Aber wenn ich von dir keine Info kriege, außer deine sportlichen Aktivitäten. Was soll das denn jetzt? Ey, raus, Mensch, Kinder. Mann. Jetzt setz dich endlich mal hin und schneid dich an. Ja. Mach mal die Tür auf. So. Kannst gleich mal ansatteln, na. Ja? Ey, warum ist der LKW so dreckig? Ist das neu? Nee, wenn du durchs Gelände fährst, dann wird er mal dreckig. Uff, warum backen die Kamera? Ja, richtig dreckig, Junge. Muss mal putzen. Partnerchen. Ah, warte mal, jetzt mit Schwung aber. So, dran. Du hast deine Pflicht. Bist du nicht nachgekommen, das alles zu klären? Das ist mein Kanal, aber. Da werden schon genug Leute, die dieses Spiel haben. Macht immer keine Sorgen. Meldet euch alle bei Pandachen, wer. Mensch, die Leute, die Forza spielen, die spielen noch Truck Race. Hauptsache Race. Die werden sich nicht für 30 Euro dieses Truck Race holen. Ach. Da gibt es genug Leute, die haben das. Na, okay. Red Dead Redemption 2 habe ich, aber nur den Multiplayer, ne? Aber ohne auf der Platte. Keiner mehr. Aber ich hab das auch. Sagen wir mal, ist voll geil. Ah, wenn man es kann, ne? Hat denn einer mal geschrieben, wo die meine Fotos stehen auf. Auf der Anbauwand. Ey, also. Da sind sie bei mir aber auch nicht. Ganz ehrlich, bist du jetzt mal bei Steam wieder reingegangen in das Spiel und hast mal geguckt? Ja, da steht, sie haben keine Screenshots gemacht. Drücken sie F12 und Screenshots. Habe ich schon noch mal gedrückt im Spiel. Ging nicht. Und die Fotos, die ich gemacht habe, die habe ich gespeichert. Aber keine Ahnung, wohin. Hast guck du mal in den Spieleinstellungen, welcher Ordner dafür ausgewählt ist, für den Fotomodus. Ja, und vielleicht musst du auch bei den Einstellungen mal F12 als Foto-Dings. Das ist gemacht, das hab ich gut. Mach ich aber anderen Spielen. Spielst du das auf Vollbild? Ja. Falsche Antwort. Nein, das spielt halt nur im Fensterbild unten ganz klein rechts in der Ecke. Nebenbei guckt er noch Fußball oder irgendwas anderes. Noch anderes Zeug, ja. Der fährt nämlich mit den Zehen, mit dem dicken Onkel, weißt du, fährt er. Und dann überholt er dich, der überrundet dich damit noch. Aber ey, ich muss auch wirklich sagen, ey, die Kommentare, ja, alter Fierce muss zurück. Ja, die Kommentare deuten einfach darauf hin, dass du die Fotos selbst machen musst. Finde ich ganz gut für eine Community. Nein, jetzt ist mir das Eis runtergefallen. Ach, ey, ich finde das irgendwie sehr, ja. Ja, klar. Hier, Gerd, du kannst es auch schicken. Schick du die Fotos, tippt ab. Ja, Curry, weißt du, was du gleich machst, ne? LKW putzen. Nee, ja, das Dödel ist 1, 2, 3.
bringt er dann wieder. Ach so, Mann, ey, nur dummes Gelaber, meine Freunde. Sind wir jetzt endlich da? Ja, warte doch nun mal. Guck jetzt mal, ob wir Platz haben. So. Warum bist du eigentlich so ungeduldig? Du tust ja sowieso nichts. Na doch, ich will ja, dass wir endlich fertig werden. Ja, Oti und ich, wir sind ja schon die ganze Zeit die Eier am Schaukeln. Ja, ihr. So, jetzt lad mal auf hier, die Dinger, komm. Wie soll ich die aufladen? Die Dinger hier? Ja. Wie soll ich die aufladen? Ja, mit dem Kran. Ey, dann sag doch, dass wir einen Kran brauchen. Ja, woher soll ich das denn wissen? Hab ich gerade auch nicht gebraucht. Ja, wo ist der Kran? Ja. Aber Baustelle doch. Bei dem ist auch wieder keiner zu Hause. Fachkräfte braucht das Land. Oh Mann, oh Mann. Muss ich auch. Na, das ist eine Vorbereitung. Wir hatten noch zwei Kräne. Zwei Kräne. Ja, dann fahr zur Firma und hol da einen. Ist mir auch wurscht. Ob es ein Kran. Mal. Warte mal. Nee, der ist hier. Y auslagern, einsteigen. Meine Güte, ey. Jetzt fahr ich doof mit? Du hast das eingesehen, ne? Ist ja schon mal ein Fortschritt. Wo bist du eigentlich? An dem Sägewerk, wo der Dingens gesagt hat, dass ich das da holen soll. Ja, warte, ich muss noch mal die Katze streicheln. Ey, was bist du denn für einer, ey? Ja, warte mal, ich bin schnell gefahren. Ja, sicher. Hab ich gemerkt, ey. Ich bin extra da hingekommen und wollte mitfahren, ey. Da fährt der eine Schnellfahrt, ey. Ey, das ist ein Dödel. Das ist ein Dödel. Ich stehe da, zack, weg ist der Kran. Hättest du was gesagt, du Ei? Na, natürlich machst du keine Schnellreise. Wir sind ja nicht im Ladebildschirm-Simulator. Du, der war der beste Stream ever. Ich glaube, er hatte über 1000 Zuschauer mal. Ja, warte, wo du nur Ladebildschirm hattest, war ich reise dahin, A und B und Y. Nein! Wie hieß denn das DLC? Da haben wir drauf gewartet und alle gehofft, dass das DLC kommt. Hier oben, Baltic Sea irgendwie? Ja, glaube. Da ist es doch nicht gekommen. Boti, was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Wie lange ziehe ich eine Schnur? So, das ist alles gewesen! Müsli ist nur richtig. Ah, der hat gesagt, ich soll zum Sägewerk das Zeug holen. Na los, Attacke. Mache hinne. Fahre. Also ich bin dafür, der Kran ist ja jetzt kleiner, dass wir nochmal ein Rennen machen um es ab. Nein, komm, ich hab gerade. Du, ich hab. Ich bin wieder Angst zu verlieren, Leute. Nein, ich hab gerade. Der erste vorbei, du hast Kohle drauf. Da nein, kannst du einen Zappen geben hier. Der erste. Ich krieg die am 1.1. Unfassbar. Dann kriegst du am 15. Nee, krieg ich auch nicht. Ja, du bist Beamter, da kommt immer am letzten vom Monat. Ich bin kein Beamter, bin nur Angestellter. Ja, du arbeitest für die Stadt, ey. Nee, und nicht für die Stadt, du, ey. Die Stadt krieg ich auch mal vom 15. Ist mir doch egal, für irgendeine Behörde willst du arbeiten. Ja, aber nicht bei der Stadt. Ja, halt für das Land, ist mir auch Wurst. Nee, und nicht fürs Land. Ach, leck mir am Arsch. Für den Landkreis, das ist ein Unterschied. Ja, das ist mir auch egal. Wieso wackelt denn eigentlich der Wackeltackel hier so? Den hab ich da hingestellt. Der bei dir auch so. Naja, klar, dafür ist er da. Das ist doch unnormal, wie der wackelt. Aber hör mal, läuft das jetzt eigentlich flüssig so mit der Synchro, wenn du da mit drin sitzt? Oder ist das noch immer so am Lecken? Na, ich sehe den Anhänger ab und zu mal hier drinnen durchballern. Aber so, wenn ich jetzt hier drinnen sitze, na gut, wenn ich dich angucke, dann ist sowieso alles verloren. Aber ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Der Anhänger, der backt immer ganz schön rein. Na, das ist egal. Wir sind ja hier nicht im ETS, ne? Ja. So, C. Aber sowas würde ich mir zum Beispiel für ein ETS wünschen, so dass ich quasi bei dir mit dem LKW sitzen könnte. Weißt du? Der Warnox hat ja jetzt gerade noch was geschrieben, wa? Ja, ich guck gerade, aber ich glaube, da habe ich alles schon abgeklappert. Ich bin auch nicht ganz von gestern. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt, pass mal auf, ich gehe jetzt einfach mal in meinen Dokumentenordner. Wo ist denn jetzt meine Maus? Gut, das ist alles schön und gut, aber das Ding ist bei mir funktioniert das. Oh, wenn ich F12 drücke, macht das keine Fotos. Ich hab gerade ein Eis in der Hand gehabt, Entschuldigung, konnte nicht so schnell lenken.
My Games. Wie heißt es? Forza... Ich hab keinen Ordner, der Forza Motorsport heißt. Wie kann man eigentlich hier den Tempomaten einstellen, im Endeffekt? Mit dem Controller hat einer eine Idee? Microsoft Flight Simulator habe ich hier. Nee, das ist auch nicht. Den hab ich auch. Den hab ich auch. Nutzen ist das alles. Kann das sein, dass es ein ausgeblendeter Ordner ist? Ja, hier ist der Ordner, der ist leer. Ja. Ja. Wie gesagt, der muss auch leer sein, weil mit F12 gehen ja gar keine Fotos bei mir. Das geht nur mit diesem Ingame-Fotomodus. Warte. Ey, kann es sein, dass du bei Steam das ausgeschalten hast? Man, nee. Kann ich denn hier den Tempomaten anmachen? Kannst du es bei anderen Spielen nicht machen? Ja. Was? Wie? Weiß ich nicht. So nicht. Warte mal. Weiß ich nicht, ob Controller spiele? Ja, wie geht denn auf Tastatur? Kann ich auch drauf drücken. Weiß ich auch nicht. Ja, leck mir am Arsch. Da, guck mal, der Boza hat gerade was geschrieben hier. Ja. Irgendwann mit App. Also hab App, wenn das Motor. Was es App gibt. So, jetzt wie viel Däumchen haben wir denn jetzt? 100 locker, ne? Locker. Oh, was hab ich denn jetzt ange... jetzt habe ich hier Steam-Dingsbums... abbrechen. Junge... Panda, klick da lieber... Ach, Panda sag ich schon. Chris, klick da lieber nicht rum, sonst ist gleich hier Ende. Ist der Stream vorbei. Warte mal. Wo waren wir? Jetzt versuchen wir das mal mit dem Schwerlast. Pass auf, jetzt kommt Heimann frei! Heimann frei! Damit ist der Livestream vorbei. Ich sehe schon gar nicht mehr was, ey. Ich hab gerade eine Einstellung geguckt, da hier wird keine Funktion. Tempomat. Ja. Nee. Aber hier habe ich doch ein Tempomat, eine Anzeige. So. Krampplätze müssen verdichtet sein. So, wir haben auf jeden Fall 84 Däumchen. Danke, meine Freunde. Ey, wirklich Panderchen. Ey, ich bin so richtig enttäuscht. So, jetzt hier, Sägewerk. Einmal das Sägewerk abladen, bitte. So. Damit drückt der Stift. Ey, sage nicht, ey, der Ene ist... Alle sind am Kacken hier. Ja, wirklich. So, ein Eis habe ich noch. Ey, was war das denn? Ja, also bei mir zumindest ist Botis Kran ein bisschen verbuggt gerade. Wieso? Bei mir läuft der Einwand frei. Ja, ne, mach da einfach mal eine Schnellreise irgendwo hin und dann bist du wie. Ey, was ist denn das jetzt? Muss das Holz jetzt hier rein? Nein. Doch. Da oben drauf. Warte mal, pass mal auf, ich mach mal Frühstück. Also, Hub gibt's gar nicht. Was? Ey, dein Eis läuft aus. Nein! Doch! Boah, wie kann ich denn auch das volle Eis auf den Tisch legen? Ich blöd, Mann. So. Jo, ich hab einen Helm auf, dann musst du hierher kommen. Dann müssen wir das Holz. Aber jetzt wird mit Holz gemacht? Mit Spanplatte? Oder wie? Das ist Naturholzplatte, du Spanplatte. Ach so. Ja, stimmt, das ist richtig. Ja, sieht ja richtig gut aus. Haben die mir doch gerade am Sägewerk gesagt, hörst du mir nicht zu? Ich hab mit denen nicht geredet, ich muss ja im Auto bleiben. Ist das hier eine Heizung hier unten, die Rohre? Der Stift ist immer im Auto. Das ist das Drehgestell, wo die Platte gedreht wird. Ach so. Mal guck an. Fein. Max, sei gegrüßt. Na, Maxi, sei gegrüßt. Guck mal hier. Da hat er. My Games Forza C. Mensch, die hört alle nicht zu, oder? Es gehen keine Screenshots mit F12. Da kann er da auch keine Fotos reinspeichern. Er redet nicht von den F12-Fotos, von den natürlich. Fotos. Natürlich. Na, natürlich. Der Bote hat wieder Langeweile. Und die Forza-App kannst du gar nicht, Forza-Hub-Dings kannst du gar nicht runterladen, keine Ahnung, wieso. Du bist, ey, ganz ehrlich, Ey, aber du hättest jetzt schon die Fotos dreimal selbst gemacht, ne, in der Zeit. Nee, ich bin am Stream, wie soll ich hier ein Foto machen, Mensch? Meine Güte, ey. Aber das ist ein gewesen, oder? Ja, definitiv. Ruf die BG an. So.
So, Curry, hast mal geguckt, was wir als nächstes brauchen? Jetzt verstehst du erstmal das Eis auf. Guck, kick du mal. Du? Ist nichts mehr, das ist der letzte. Ey, wir haben um 20 Uhr angefangen, ne? Wir haben eigentlich jetzt schon 45 Minuten eigentlich gar nichts gemacht. Das klingt nach dir. Da oben das Gerüst steht, das Gestell ist drin, der Zement ist fertig, die Platten kommen gerade rein. Ah, wie kann man denn so viel Scheiße labern hier? Ganz ehrlich, wir sind noch Ende des Jahres nochmal in den Flughafen. Krakaber, sei gegrüßt. Nimm dir mal Zeit. Ja, du bist schon. Hör mal vor, wir würden professionell arme Reforger die ganze Mission durchzocken, wie lange wir spielen würden. Na, bis arme 8. Dann wären wir 3 Jahre mit beschäftigt, wenn du dabei bist. Naja. So. Ja. Anschluss Leverkusen, Düsseldorf, DFB-Pokal. Ah, jo. So, gucke, jetzt ist gleich die letzte Platte. Mann, guck mich doch nicht immer so an, Mensch, Kinder. Du machst mich jetzt verlegen. Sina. Die haben da was im Ohr. Fabrice, grüß dich. Gary, sei auch gegrüßt. Erstmal ein Eis. Trink mal lieber einen Tee. Genau, Gary. Erstmal ein Eis. Richtig. Calippo Cola zieh ich mir schon an. Guck mal, aufwärts, so bitte. Curry, merkst du, meine Knie, ich bin ganz verlegen, wenn ich dich sehe. Oh, guck mal hier. Oh, ich freue mich. Oh, komm, Curry, warte. Nein. Curry tot. Weg ist er. Arbeitsunfall. Ja, hast du Bauschutzschuhe an. Aber ich springe mal runter, vielleicht lande ich auf den Kopf. Sicherheitsflipflops. Tschüss und scheiß nicht ins Bett. Ja, so sieht's aus. So, guck mal hier, fertig. Ey! Ja, ich. Hab ja schon vorbereitet. So, ich hol mal den Kran, den habt ihr extra weggefahren. Wieso habt ihr den so weit weggefahren? Soll das ein Joke werden? Hier für mich. Ach, das meintest du, Paddy! Hm? Hab doch meine Laufschuhe nicht an. Und zwar, danke für den Sub. Und guck mal hier, Fabrice kommt rein und kriegt einen Sub hier. Wo gibt's denn sowas hier in der Raupensammlung? Tja. Ich gönne, das Glück ist immer mit dem Doofen. Ey, so, das gibt's gar nicht. Nee, da war der LKW, den hab ich genau gehört. Ich hab das nicht gesehen, ich hab das nur gehört. Meine Fresse, warum? 90. Hey, danke, du bist neues Mitglied. Muss aufpassen, gleich kommen die Schwiegereltern zu Besuch, die gucken unten Serie. Wenn die mich da unten schreien hören, dann kommen die gleich hochgeraten, weil die denken, ich habe einen Herzinfarkt. Wieso sind die Schwiegereltern da? Die gucken Serie mit meiner Frau. Auf Magenta. Aber nur deine Schwiegermutter, wa? Ja, ne, Vater auch. Echt? Ja, gutes Verhältnis. Na, wie kann man denn... Der Schwiegermutter. Naja, Schwiegervater, sonst, Schwiegermutter, alle haben wir. Naja, sonst wäre er bei der Tochter nicht gelandet, weißt du? Der Weg über die Tochter geht über die Mutter, ne? Oder wie war das? Ach, was ist ich denn? was verstehen soll ich hier nehmen? Die Roten? Was für Stehne? Doch nicht Stehne! So. So. Ey, müssen wir das alles hier auch noch verteilen hier? Was wollt ihr rum? Hör rum zu jammern, sehe zu. Ja. Oh, ich bin wirklich ein richtiger Bauprofi, sag ich euch. Das halte ich für ein Gerücht. Guck mal, der fährt nur mit ausgefahrenen Armen. Links, rechts, mehr kann der nicht. Ein- und Ausfahren geht nicht. Ja, warum sollte ich? Jetzt fährt er. Naja, aber ich wusste nicht, Steven, guck mal, der hat einen Steven, guck mal. Hey, ich esse jetzt noch eine Praline. Ich habe hier noch so eine richtig geile Praline hier. Deine Frau oder was? Boah, nein, so eine Schokopraline hier. Die hole ich mir immer beim Aldi. Das hast du jetzt nicht. Ralf. Du hättest sagen wir natürlich meine Schokopraline, mein Frauchen. Ist sie am Zuhören? Mrs. Curry? Nee, glaube ich nicht. Alter, er ist eine Praline. Unten von der großen Tochter die Fingernägel.
Was macht die? Fingernägel. Von der doofen Tochter? Boah, von der großen Tochter, ey. Wasch dir die Füße, damit der Dreck in den Ohren nervt. Dann stoppt der am besten noch eine Praline rein. Ja, mach ja auch geil. Oh, Junge, ey, das ist... Hör auf zu fuscheln und dreh die Paletten, bevor du die abstellst. Ich hab das genau gesehen. Ja, aber so ist es halt. Was willst du machen? Wir spielen hier Simulator und außerdem behinderst du den Boot, ich fahr den Kran ein. Ich weiß nicht, der ist kaputt gerade. Nee. Doch, der ist kaputt. Warum fährt denn der nicht ein? Da fährt er doch, jetzt fährst du ihn aus. Jetzt fahr ich aus? Ja, jetzt fährst du ihn ein. Mit dem Einfahren hast du nicht so gut, ne? Nee, er ist ja meistens immer ausgefahren bei mir. Ja. Ja. So. Guck mal an, wie ich gearbeitet habe. Oh, es ist... Hier fällt mir direkt die Praline aus dem Mund, weil der gearbeitet hat, sagt. Na, guck mal an. Du stehst eigentlich die ganze Zeit, du bist eigentlich nur Zwim und LKW gefahren und eh mal bist du sogar noch falsch gefahren. Ich habe in der Mitte gerade ein Holz noch verleimt. Ruhe jetzt. Ja, mit Praline, wa? Ja. War super geil. Ja, das wird hier der Pizzasimulator. Hier wird Pizza draus gemacht. Mafia-Torte heißt das. Mit, liebe Community, was bestellen wir uns immer dabei? Eier. Nein. Oh. Das ich doch nicht. Kräuterbutter. Ach, Kräuterbutter. Fabrice war gerade beim Einsatz. Was für ein Auto? Was musstest du denn von Auto von der Eisenbahn holen? Ach. Boah. Boah, der Fall war gerade ganz tief, ne? Ich glaube, ich muss. Ich durfte nicht mehr streamen. Kräuterbutter. Nee. Stupfi wusste es. Manta-Teller. Ja. Ja. Ja, also, ja. Also da muss ich sagen, ey, ich würde heute gerne so einen Manta fahren. Ey, boah, fand die Dinger von der Optik her so total geil. Echt? Und ich finde, die haben mittlerweile den neuen Opel Astra so ein bisschen daran angehaucht, meiner Meinung nach. Ne, der Kombi, der sieht richtig geil aus. Mit Opel kann ich nicht anfangen. Ja. Nee, ich bin halt ein VW-Affe. Ja, also, ja, ich habe ja auch bis vor kurzem noch Skoda gefahren. Aber der neue Opel Astra gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut. Aber der ist für mich zu tief. Ich komme da nicht rein. Ja. Doch, bei euch auch. Kein Auftrag mehr angezeigt? Bauabschnitt F steht bei mir. Ja, mehr auch nicht. 100%. Ja. Dann müssen wir doch irgendwas machen. Ja, komm mal da raus. Vielleicht muss... Soll ich mal den Kran hier wegfahren? Man würde der doch anzeigen, oder? Ja, keine Ahnung. Irgendwie zeigt der gerade ja nichts mehr an. Hätte ich noch so Feuer von eurem Gelaber. Ja, vielleicht hat er Zappen dicht. Aber ist ja auch 100% Säule. Bei mir steht nur Bauabschnitt F 74%. Anger. Ja, das so, aber hier Säulengießen ist bei 100%. Na, warte mal, wir klären das. Material. Was ist denn Gürtung? Du musst mit so einem Typen da sprechen. Ja, aber wo ist der? Nee, das ist am Ende die Schlussaufgabe. Nee, ich glaube, jetzt muss ich auch noch mit irgend so einem Kasperkopf reden, oder? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich wäre das nächste die Gurtung. Ja, das steht auch da auf. Was ist denn Gurtung? Gurtung, was ist das denn? Was ist das? Ist das ein neuer Mitarbeiter oder was? Nee. Ach komm mit, komm. Beweg dich zur Markierung auf der Baustelle und befestige die Gurtung. Komm, ja. Ja. Komm mit. Immer hinter mir, ja. Ja.
Du willst doch jetzt nicht mit mir spielen, du Ferkel. Ja doch, wir gehen jetzt hier auf den Spielplatz, ey. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Ey, sag mal, du Blödmann, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ja, ja, wir können ja mal gucken, ob wir hier alle so machen können. Ja. Ja, wir werden erstmal wieder irgendwie das Spiel auf Gang kriegen. Ja, das ist wichtiger, meine Fresse, du bist aber auch ein Hans, Junge. Warte mal. Was denn jetzt? Ich hab gedacht, du wolltest schon mal immer mit mir auf den Spielplatz gehen. Ich sollte letztes Mal noch zu dir kommen mit auf dem Spielplatz da. Abgebrochen. Ja, Auftraghanger abgebrochen. Jetzt ist alles weg. Oh. Oh. Maximus. So, Leute, mit heute gibt es nichts mehr mit dem Auftrag des Hangars. Sag mal. Der hat gerade den Auftrag gelöscht und damit ist der Hangar wieder abgerissen. Ey, das ist doch der Auftrag. Mensch, Auftrag, letzter Job. So, was ist jetzt? Aktive Jobs, Angebote, Kampagne war es ja, ne? Mhm. Busfahrer Tom sei gegrüßt. Der hat gerade ein Problem, der hat den Auftrag abgebrochen. So. Alt F4, ja, genau, Luna. Hangar. So, Besprechung, das hatten wir ja gemacht, Auftrag annehmen, ne? Kannst du ja die Abschnitte jetzt überspringen. Ja, oder? Ja, die Überspringung. Warte mal, das hatten wir, Auftrag abbrechen, überspringen, zack. Was? Fehler? Was ist ich? So. Entsorgen. Ja, Trompeter, genau. 1-. Alle die rote Karte raus. Ja. Für die Aktion hat er eigentlich mal einen Zap verdient, ne? Hier irgendwas oder mit Leute? Graben? Willst du die? Ja. So. Gurtung müssen wir machen. Ach, hier liegt ein Trampolin. Jetzt ist der Drops hier fallen. Ey, kriegen wir das nicht gerade? So, steht schon ein bisschen was? Naja. Ja. Man muss da irgendwie ein bisschen vorsichtig machen. Weil dann macht er hier so einen Fehler. Sehr schön, so gefällt mir das. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir schon die 100 Örmchen haben. Jetzt gucke ich mal nach. Nö. Ah, nee, noch nicht. Da fehlen noch 9 Stück, glaube so. Ich. So. Erstmal wieder raus hier. Weiter, immer weiter, ja, immer noch weiter. Ja, das dauert immer noch. Ja, warum sehe ich hier nur rote Daumen? Das sind die roten Karten für deine Aktion. Ah, meine ich doch, Mensch, rote Daumen. Ja, oh, ist auf jeden Fall. Rote Daumen, rote Karten. Komm, ich weiß, was ich mache. Ich nehme noch mal eine Praline. Oh mein Gott, bin ich geil. Mhm. Ah. Wir haben ja jetzt Zeit. So. So. Wuhu, Boti, wuhu. Oh, ist ja mühselig, ey. Hör mal, der kostet uns gerade richtig Kohle. Wieso kostet alles Geld? Ja, klar. Ja, logisch. Weil hat ja die Hilfs-Louis jetzt alles machen. So. Weiter. Jetzt sind wir, weil ich muss erstmal, ich muss immer aus diesen Dings raus. Jetzt sind noch zwei Sachen. Ja, die zwei noch. Die Materialien von Ork-Betonsäulen hatten wir schon. Da geht die Kohle wieder hin. Da, so. Das müssen wir jetzt machen. Ich habe jetzt einmal Gotung. Ja, jetzt. Die Paletten auspacken. Stopp. Ah, da hat er hier den Fehler gemacht. Ja, der Fehler war aber, dass du die Kontrolle hast. Das wissen wir. Ja, 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 ja. Du kannst hier unten lang gehen. Warum musst du jetzt hier hinterherlaufen? Ich habe keine Arbeitsschutzhandschuhe. Ich kann sowieso nichts anfassen. So, siehste, läuft doch alles. Ey. Ach, jetzt. Mensch. Hier ja, andersrum. Hier war auch noch mal was zum Entgurten. Das konnte ich gerade noch nicht entgurten, weil erst oben die entgurtet werden müssen. Nee, war unten auch schon. Oh, nein. Nee? Ich dir das sag? Nein.
So, haben wir gemacht. Curry hat immer recht, Curry hat immer recht. So, Curry, du kannst ja mal gucken, ob wir... guck mal, du hättest jetzt in der Zeit hier den Kran einfach mal zur Waschanlage bringen können und den sauer machen. Ich fahre keinen Kran, ich fahre LKW. Komm, Wettrennen. Nein, ich muss hier Dinge aufstellen. Außerdem haben wir doch gar keine Waschanlage. Aber müssen wir die erst holen? Geh mal von aus. Naja, komm, wir müssen bestimmt die aufladen. Nee, die Blechdinger liegen hier, aber ihr müsst die Wände wiederholen, die neuen. Die sind ja wieder weg. Naja, gut, dann holen wir die Wände. Curry, wir holen die Wände. Welche Wände? Die du eben schon mal geholt hattest, die aber jetzt ja wieder weg sind. Oh, die liegen doch hier. Nee, das sind die Weltblech, die Wanddinger. Nee, diese... Dachpaneele. Nee, die liegen auch hier, warte. Ich gucke. Fertigwände. Hier, liefere Fertigwände auf die vorgesehene Position auf der Baustelle. Ja. Wände sind fahren, in der Fertigwandfabrik erhältlich. Ja, wir fahren. Ja, hopp. Siehst du? Also, pass mal auf, du musst jetzt... richtig fahren, ja? Muss ich die aufladen oder was? Erstmal danke für die 100 Däumchen. Böhmi sagt, wir haben 100 Däumchen geschafft. Ihr seid die Besten. Ja. Weil ich konnte jetzt auch nichts dafür, dass der Maximus das verkackt also, hat. Also bei 133 Zuschauern ist das aber immer noch sehr dürftig. Du, das ist gut. Das ist gut. 100 Däumchen ist gut. 100 Däumchen ist sehr gut. Ein bisschen Schwund ist immer. Ja, ne, die anderen finden den Daumen nicht. Oder haben linke Hände, das kann ja auch mal passieren oder irgendwie sowas. Ey, wo kommt der denn her? Oh. Von der Seite, Mensch, das Kinder, du kannst auch gar nicht spengeln. Nur was ihr sagt, links ist frei, du kannst fahren. Wenn ich rechts sitze. Ja, ich guck rechts, du guckst links, hast du das nicht gehört? Gucken wir über Kreuz oder was? Ja. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ja. Unfassbar. Unfassbar. Einmal mit Profis arbeiten. So, mache hin, Zeitverzug, Abfahrtsplan. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Weil du da rumhantiert hast jetzt 20 Minuten. Minimum. Warum steht das Auto so komisch da auf der Autobahn? Weiß ich nicht. In der Panne oder was? Der war bei uns in der Werkstatt, in der Firma. Firma Piet und Pat, morgens müde, abends platt. Genau. Also, morgen machen wir aber, einen ganz entspannten, da reden wir nicht viel, wir lassen einfach die Natur auf uns wirken. Ja. Wir werden so. Dann müssen wir mal demnächst tauschen. Warum? Dann müssen wir demnächst mal samstags machen und dann kannst du Donnerstag dein Rumpelspiel machen. Ja, wenn du keine Zeit hast am Wochenende. Ja, jetzt die Woche mal nicht. Ja, weil die Kinder kriegen ihr nachgeholtes Osterfeuer. Ist also, ja richtig warm. Marshmallows und Kekse mit Schokolade und Stockbrot. Da werden Kinderriegel reingeschoben. Das wird alles gemacht. So, das ist bei uns zu Ostern im Wasser gefallen. Ja, das geregnet. Ja. Wir haben ja auch mit Marshmallows. Aber der Rotz. Ja, am Genen. Der Rotz, wir hatten so eine dünne Pika. Auf einmal läuft die ganze Soße, also die sind dann auf einmal so wie flüssig geworden. Ja, logisch. Ich gebe dir einen Tipp: Da gehst du mal im Baumarkt und dann kaufst du dir so Bambusstangen. Ich habe Bambusstangen, ein paar Stück. Ja. Und dann machen wir das mit den Bambusstangen. Da spießen wir den auf, weil der ist ja hohl, der Bambus. So, und dann wird das auch so fängt an weich zu werden und dann nimmst du zwei Kekse, Butterkekse, machst oben und unten einen Butterkeks dran und dann ziehst du den Marshmallow ab vom Stamm. Ja, aber wenn der Stamm in hohl ist, dann ist ja die Hälfte im Stamm drinne. Nein, da ziehst du wieder mit raus, das passt schon. Ach so? Ja. Aha. Und wir machen ja auch so ein Hefezopfteig. Und dann gibt er das Stockbrot quasi. Dann machen wir den dann um den Stamm drum. Dann drehen wir das die ganze Zeit über die Feuertonne, die wir dann haben. Ich bin, dann ja. Bin noch gar nicht drin. Warte jetzt, bevor du einsteigst. Und dann ziehen wir das Brot quasi auch nach hinten hin. Wenn du den so abziehen kannst, ist der Teig durch. Ja. Und da stecken wir dann ein Bueno rein oder ein Kinderriegel. Und dann zerläuft das ja noch, weil das ja noch heiß ist. Und dann essen wir das. Seid ihr immer nur am süßen Essen? Ah nein, nicht immer nur.
Aber du? Das kannst du so sehen. Ja, du, wie viel Eis hast du jetzt gegessen in der kurzen Zeit? Ich habe hier ein Twister, so ein kleines Twister, so ein Gedrehding, hat meine Frau geholt. Das war lecker. Holten wir jetzt mal neu. Und drei Kalippos. Ist ja nur Wasser. Und dann euch, ja genau, richtig. Und jetzt hau ich mir noch so eine Schokoladenpraline rein hier. Ist ja schon die dritte in der Zeit. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Früher habe ich noch, sind immer 10 Stück drin. Also Gott, ehrlich. Ich hatte aber heute eine Pizza Luca. Wir waren ja heute Außendienst machen. Dann gönne ich mir dann, oder immer im Monat machen wir dann Pizza. Oh Fabrice, das ist aber nicht so toll, ey. Was? Aber schön, dass es Leute gibt, die den Job machen. Oh ja. Oh Gott, oh Gott. Ich hatte mal eine Freundin, die wollte das auch mal machen. Da habe ich gesagt, ey, wie könntest du sowas machen? Na, die findet sowas cool. Also, ihr wisst schon, was ich meine, ja? So, da muss man schon. Also ich könnte es nicht, ich hätte voll den Buchsenbrand. Wenn ich da wüsste, da liegt irgendeiner und ich müsste. Oh nee. Deswegen, wenn ich mal von der Erde gehe, das soll ja nicht so schnell sein, ihr wollt ja noch ein bisschen was von mir haben, ja? Dann sollen sie mich einfach verbrennen und dann irgendwo aufs Acker, auf eine Wiese, da wäre ich vielleicht noch eine kleine hässliche Tulpe und dann ist gut. Dann hat die Natur ein bisschen was. Ich hab das auch schon geplant. Ich werde verbrannt und werde in Holland im Wald ausgekippt. Da geht das nämlich. Wieso in Holland? Weil er da auskippen darfst. In Deutschland ist es Sondermüll oder was? Nein, in Deutschland musst du verbuddelt werden mit der Urne und da kostet das Loch wieder Kohle. Darfst du nicht ausgeben in Deutschland. In Holland kannst du. Bei meinem Dings hier, da haben wir den Schwiegervater, der ist ja da auch von uns gegangen. Mhm. Toni hat sich gut mit dem verstanden. Und der ist an der Ostsee. Ja, das gibt dann haben sie den in der Ostsee, da gibt es auch. Aber hier so im Wald in Deutschland geht das nicht, da musst du verbuddelt werden, soweit ich weiß. Aber ich finde das an der Ostsee, fand ich das richtig richtig cool. Also dann wird's offen, fährst du dann mit deinem Schiff, dann macht der Kapitän da nochmal eine Ansprache. Und wenn du dann irgendwann mal nach einem Jahr wieder dahin fährst, sagst du den Kapitän, kann ja auch anders sein, hier, da und da, hast du ja so ein Dokument. Und dann fährt er mit dem Schiff, dreht dann eine Runde und macht ein paar Mal Hup-Hup. Und das finde ich viel, 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 viel besser. Toni! Ja, Toni ist er ja! Ne? Toni kennt ihn ja, ne? Aber das finde ich auf jeden Fall viel besser. Grüße erstmal an dein Frauchen. Das Paket schon aufgemacht, den Doof. Na, Icke. Ja, logisch, du. Püri, also bei uns hier in der Nähe gibt es einen Ruhewald, nennt der sich. Da kannst du auch streuen. Ja? Nur da wird dann halt auch kein Grabstein, nichts gesetzt. Der soll ja auch nicht. Nee, das ist Ruhe alles liegen. Anonym da. Ja, ganz ehrlich. In der Nähe ist so ein Ruhrwald. Ich mach mal den Dings hier mal wieder fit. Ey, ich muss ja auch sagen, wer hat denn da noch Zeit, denn auf dem Friedhof da zu rennen und dann da rumzugraben? Das machst du die ersten paar Monate und dann sagst du ja, das geht mir aber langsam schon auf den Keks. Fahr ich jetzt falsch hier? Erstens ist das immer diese Arbeit und diese Verpflichtung an den Hinterbliebenen, genau, sich darum zu kümmern. Richtig. Dann musst du überlegen, dieses Verbuddeln und so, was das an Kohle kostet, ne, was die Städte da Geld für haben wollen, ne, nur dass du da irgendwo verbuddelt wirst, ne, und dass du dann so und so viele Jahre da liegst, das ist für mich meiner Meinung nach eine Unverschämtheit, ne. Ja. Du für Loch buddeln und hast du nicht gesehen, nur da Loch buddeln und wieder zumachen. Kein Grabstein, keine Blumen, keine Erde, kein gar nichts. Da nehmen die hier über 3000 Euro. Da ist kein Sarg, nichts dabei. Da ist wirklich nur das Loch gebuddelt und fertig. Und da sehe ich nicht ein. Nein, wird nicht gebuddelt. Nee. Auskippen, fertig. Die Kinder wissen, wo ich bin, ey. Und dann habe ich gesagt, da könnt ihr, stellt euch jedes Jahr eine neue große Kerze auf, baue ich auf dem Schrank. Und die zündet da jeden Abend an, wenn ihr an mich denken wollt. Zack, fertig. Kost weniger. Na, erstmal das, und man kann es ja dann mit so einem Ausflug einfach mal so verbinden.
Und nicht so, genau, ich richtig. Muss da jetzt hinfahren. Was sagen ja. die anderen, die Nachbarn? Und hast du den Totensonntag da die Tulpen? Ja. Die Tulpen nochmal ordentlich gestreichelt und. Da schaffst du da den Herbst nicht alle drei Tage dahin zu fahren, da ist halt Laub auf dem Grab drauf, da haben die ein schlechtes Gewissen. Nein, das sollen die nicht. Meine Eltern wollen das auch schon so haben. Zack, verbrennen und ausgeben. Nils, ja, Töchter sind ja sowieso. Nils, du wirst sowieso nicht unter der Erde gehen. Aber ich finde den Beruf trotzdem sehr spannend. Muss man auch dazu. Also erstmal meinen Respekt, die das machen können, ja. Zumal das ist ja Bestatter, ist ja nicht nur so, dass sie abholen, in die Kiste schmeißen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, und dann auf die Bestattung warten. Nein, die werden ja noch gewaschen, vorbereitet, wenn du da irgendwie verbrannt wirst oder so. Naja, ist ja angezogen, quasi nochmal, schick gemacht. Ja, also und ich sag mal, es gibt ja auch Leichen, die nach dem Tod nicht mehr so schön aussehen. Und da muss ja dann auch so ein bisschen hergerichtet werden. Also mein größten Respekt. Ja, dann wirst du aber, die bucklige Verwandtschaft sehen und sagen, guck mal, so gut sah er noch nie aus. Ja. Ja, man muss ja auch sagen, wir hatten mal beim Bund einen, der ist durch einen Motorradunfall, ist er tödlich ums Leben gekommen. Und dann sollten wir dann so Totenwache, ja, haben wir denn gemacht. Und dann hätten wir auch noch mal gucken können, weil die es geöffnet hatten. Normalerweise nicht, aber wer mit wem Themen, jeder kennt doch jeden, haben sie es dann doch gemacht. Er war ja auch der Vater war auch sehr bekannt gewesen und ich kannte den hoch, alles. Wo muss ich hinfahren? Und ich habe gesagt, nee, ich kann das nicht. Ich habe absolut, ich bin ein Weichei. Ich kann sowas nicht, nee. Ja, muss ja nicht alles können. Dafür kann ich dämlich quatschen. Sag mal, wo will der mich jetzt hinführen hier? Der macht schon wieder nur Blödsinn, der Maximus. Fährt über rote Ampeln, rasiert Straßenschilder oben, der hat schon wieder jede Menge rote. Nee, war ein Bug. Ja. Das war ein Bug. Ich sehe das. Ich halte jetzt hier an, hier mit dem Bus. Junge, was, da knallt's aber ordentlich bei mir oben. Was ist mit mir los, Junge? Absolute Wortfindungsprobleme. Aber scheinbar fahren auch an auf der Straße, unfassbar. Aber, Fabrice, trotzdem schön, dass du da bist. Und du hast ja heute auch einen Zap geschenkt bekommen vom Botswar. Das ist doch was Schönes. Auch wenn es nicht so einfach ist und das vielleicht der ein oder andere nicht aber nachvollziehen kann. Marie, ich glaube, da fehlt aber noch irgendwie ein Paket, oder? Sieht mir so aus. So. Nein, du verlierst Maximus, spielt auf einfach. Nein, auf Mittel, auf normal. Ich spiele normal auf einfach. Ist einfach. Nein, normal ist normal und einfach ist einfach. Und schwer ist schwer. Ja, dann spielen wir halt für. Na, für uns. Nicht für Kinder, wir spielen für Teenager. Weil wenn wir für Erwachsene spielen würden, wir spielen das für die Gesellschaft, weil die ist nicht mehr so aufnahmefähig. Ja, das ist nun mal so. Wir können nicht 5 Streams das gleiche machen. Die wollen Abwechslung sehen. Und du siehst, dass wir in der ersten Stunde wir beide eigentlich nichts gerissen haben. Ich nicht. Naja, nicht viel, aber. Wo sind die Dachelemente hin, die ich hier hingebracht habe? Sind die alle wieder weg? Das hast du alles weg? Ja, ist wieder alles weg. Maximus ja neu gestartet hat. Ja. Na, wo bist du? Muss ich jetzt doppelte Arbeit machen? Ja, du hast ja die ganze Zeit nur gefressen. So, ich hab das Ding hier geholt. Pass mal auf, ich mache jetzt ein Frühstück. Ah, Mann. So. Ein Eierlikör habe ich auch. So, was ist los, Curry? Soll ich mitkommen oder was? Ey, du hast Schnellreise gemacht. Ja, nichts habe ich gemacht. Das ist hier Loren. Ich hab doch gesehen, dass du Schnellreise gemacht hast. Ich fahre jetzt gerade hier auf dem Gelände drauf, weiß gar nicht, was du meinst. Ja, aber dann könnte ich ja eigentlich schon den Kran so ein bisschen vorbereiten. Für Aktion. Großer Dödel. Wir müssen mal. Den du nicht hast.
Ja. Ne? Ich kenne nämlich Tonis Passwort. Kleiner Dödel 123. Boden. Boden. Muss mal fragen. Was? Ja. Muss man nächstes Mal sagen. Du, Toni, ich kenne dein Passwort. Das wusste ich auch so schon. So, pass mal auf, ich muss hier noch was machen hier für den nächsten Inspektor. Toni hat Hoden und du hast Hoden Kobold. So. Ah, ja. So, pass mal auf, jetzt muss ich erstmal hier in den Modus hier reingehen. Und dann muss ich hier ein bisschen so machen. Ja, dann gehen wir mal so hin. Machen mal die Lichtverhältnisse. Jetzt habe ich alles wieder mit dem Stapler, aber ganz hinten drauf gestellt, weil ich habe ja so viele Achsen, deswegen. Ja. Ich hätte wieder gesagt, ich habe Schnellbeladung gemacht. Na, hast du auch. Nee, habe ich nicht. Jetzt müsstest du eigentlich mit dem Auflieger alles wegkriegen, oder? Jo, ich wollte sagen, kannst du nicht noch in einem am Stahlwerk vorbei hier die Stahlträger holen? Ja, Böhmi, danke. Stahlträger wo? Blub, warte. Na, wir brauchen die Wellblechplatten, die Deckenelemente und Fachwerkstahlträger. Ja, die kann ich ja auch noch holen. Da kannst du machen. Ja, habe ich doch gesehen, dass ihr die braucht. Naja. Ne? Aber man schon muss, da. Man muss dir das aber alles nochmal sagen hier. Aber nicht so oft wie dir. Hey, ich habe ja auch zu tun. Seit wann? Immer. So, Curry, wo bleibst du denn? Ich muss noch die Dinger da mitnehmen, da hier die. Aber irgendwas stimmt hier mit meinem Controller heute nicht. Warte mal, ich weiß, woran das liegt. Ich synchronisiere den mal eben neu mit meinem Rechner. Übelbim. Gehen wir da hin. Da wäre doch gelacht. Ah, haben wir wieder Schnellreise gemacht, oder was? Ich bin zu Fuß gelaufen, ich muss ja die ganze Zeit warten. Ja, wir gucken mal, wie meine Schuhe abgelaufen sind. Ja. Los, Attacke, ihr habt keine Zeit. Warte, ich muss ja mal gucken hier, ich muss den Controller neu verbinden. Oh, Stirn ist auch schon wieder am Start. Ja, logisch. Andreas auch, einen wunderschönen guten Abend. Also, wir sind noch knapp eine Stunde am Start. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Der Hawk ist auch da. Seid ihr noch am Formel 1 fahren oder was, Hawkey? So. Dann wäre er bestimmt nicht im Chat, weil er konzentriert sich ja beim Fahren. Naja, vielleicht macht du. Oh, seid ihr ätzend. Ich kann hier aber nichts holen bei dem Dingens. Hä? Morgen erst wieder. Ja, okay. Bei dem. Wo muss ich denn die Stahlträger holen? Das sieht doch nicht, wo du denn am Stahlwerk. Fertigwandfabrik kriege ich nichts. Nee, dann muss hier zum Stahlhandel. Gute Nacht, Fabrice, und mit halt durch. Unten links, Industriegebiet unten da. Ach so. Fabriksymbol da. Ja, jetzt wo du das sagst. Da war ich noch nie. Tschüss und scheiß nicht ins Bett. Ist hier Dings schon wieder da, oder was? Ja, also die alten Telefone, die alten Nokias, das war schon legendär, oder? Diese alten... Kennst du die überhaupt noch? Hier war ich auch noch nicht. Hier ist ein Hammer. Ich habe nicht genug Platz, um die mitzubringen. Ja, wie wird's Steig aus. Ja, fahre, zeig mal, was du kannst, dann kann ich die Praline noch essen. Na, wo soll ich langfahren? Ja, da, wo wir hin müssen. Na, wohin? Rechts, links, links, rechts. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren müssen. Ja, komm, ich mache. Ich zeig dir dann. Na, sag mal, wo lang? Geradeaus bis zum Ende rechts. Ja, ist klar, die Hauptstraße folgen. Ja, wieder geradeaus. So. Die Straße folgen. Mach ich. Rechts. Hier! Mensch, das geht ja, du Ei. Du musst doch früher sagen. Hab ich doch. Nee. Ich fahre LKW. Wieder rechts. Rechts.
Alter, sag mal. Ich hab dir gesagt, ey. Wo willst du hin? Du hast gesagt, ich soll rechts fahren. Ja, aber nicht gegen die Wand. Nächste Straße rechts. Gut. Und jetzt fahren wir wieder rechts und dann fahren wir geradeaus. Ey, sag mal, sind wir im Kreis gefahren? Nein. Natürlich! Einmal ist abgebogen. Nein! Ich, da liegt doch das Schild, was ich umgefahren habe, Mensch! Wir sind im Kreis gefahren, du Ach, Quatsch, jetzt rechts. Tankstelle, Rex. Fick dich einfach, okay. Alter, das ist dir spät aufgefallen. Kreisverkehr, fahren wir die erste gleich rechts ab. Was war ein Kreisverkehr? Ja, jetzt hier ist. Ach so. Unfassbar. Jetzt fahren wir immer geradeaus erstmal. Oh Mann, ey, ich glaube, die anderen machen nie wieder mit, wenn wir so eine Scheiße hier bauen. Warum also, ich? Ich hab damit nichts zu tun. Du bist doch am Fahren. So, pass mal auf, wir werden die Sachen aufladen und Boti und ein paar, die haben das schon fertig gebaut. Nee, ey, kann es sein? Ich hab doch gerade erst gesagt, Kaffee trinken. Warum ist jetzt schon wieder dunkel fast? Keine Ahnung. Ich mache jetzt eine Tüte Erdbeerbonbons auf von Haribo. Das war, wie lange ihr da wieder rumdoktert? Ey, am ich besten, hab nichts gemacht. Ey, am besten ihr baut das da schon fertig. Weiß ich, keine Ahnung. Wir wollen ja machen, die haben da Zeug nicht. Ja, heute könntest du noch kaufen und hinliefern lassen. Nein. Ja, Gummibäuch für Pflanzen war. Ach Mann, ey. Erstmal alle Grüße gehen raus. Ey, wir machen aber Schnellreise zurück hier. Ich fahr jetzt nicht die ganze Zeit denn. Wir fahren nicht? Erstmal hin, dann aufladen und dann Schnellreise zur Werkstatt. Ach, zur Baustelle. Und ey, heute. Meine Güte, die. Ich muss außerdem auch pullen wie ein Emo. Du musst immer pinkeln. Ja, weil ich vorhin viel getrunken habe und jetzt habe ich den Tee hier drinne. Genau, Luna, Didi und die LKW-Prüfung. Der guckt Fußball links, rechts, zack, ab über den Bürgersteig drüber. Ja, sag mal, sind wir jetzt nicht irgendwann da? Gleich. So, Curry, du genießt es doch eigentlich, hier beim Livestream dabei zu sein, weil du die ganze Zeit nur am Essen bist, ne? Weil sonst würde dir wahrscheinlich die Frau immer auf die Finger hauen, oder? Mhm. Könnte passieren. Sind wir jetzt gerade an unserer Baustelle vorbeigefahren? Nein. Ich hab da Navi an, fahr grad los. Oh nee, ist das ätzend. Wir müssen jetzt langsam, wir müssen das Ding hier fertig kriegen. Ja, machen wir doch auch. Wolltest du mal jetzt Frühstück machen? Na, wir werden da hin. Warnung, Hinweis. Ey, jetzt ist der Tank auch noch alle! Müssen wir gleich tanken. Ja, wo? Ja, auf dem Weg kommen gleich bestimmt irgendwo eine Tankstelle. Oh, Chat, wie immer, die nachfolgenden Sendungen verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Nein. Kriegen wir das alles so mit immer geladen? Ja, ich hoffe doch. Gary! Danke! Und Paddy kriegt den, guck mal! Du hast den Zappi kriegst! Von Gary! Ja, siehst du mal, so muss das. So danke, muss danke, dat. Gary. Ach, warte mal, hier ist eine Tankstelle. Ja. Ach, die Scheiße. Jetzt hat er den Fest verfahren. Mach die Scheiße was? Alleine, Mensch. Ich mach mal Frühstück. So, guck mal hier, die stehen die ganze Zeit hier rum. Jetzt bring einfach die Scheiße jetzt hierher. Wir machen hier nichts mehr mit liefern. Du kommst hier aus dem Knick. Du musst da viel früher agieren. Nicht, du bist bei der Fahrer, du Weltmeister. Meine Güte, der hat einen Platten gehabt.
Der hat den festgefahren hier. So, kann man die Scheiße nicht einfach jetzt so kaufen? Nee. Wie war's? Nee. Diese Stahlelemente kann man nicht picken, die muss man holen. Der fährt den fest, weißt du? Aber die Dinger kann man doch kaufen, ne? Ja, ja. Boot, die macht es jetzt, weil das ist ja nicht zielführend. Ja. Grusi haut auch nochmal einen Zap aus für René! Danke, danke, danke! Ayo! Ey, heute ist er wieder Pleiten, Pech und Panne. Irgendwie läuft das nicht, ja, so. Ja, weil du gefahren bist im Weltmeister. Erstmal danke erstmal die, für die Leute, die heute ihren Zapf verschenkt haben. Oh, ach, meine jetzt. Da hilft doch kein CML-Helm. Übrigens, hattest du den heute bei Streamstart auf? Ich glaube nicht, ne? Doch. Nein, hat er nicht. Ich habe den Helm auf. Jedes Mal, wenn du... Die Antwort war, jedes Mal, ja, wenn der Stream-Bausimulator startet und du den Helm nicht aufhast, ist ein Sub fällig. 5,99 oder so. Irgendwie sowas. Ja. Weil du musst, das muss ja... Das ist ja so mit Lerneffekt hier, weißt du? Was war ein Lerneffekt? Ja, dass du das nicht vergisst, den Helm aufzuziehen. Also wirklich... Den du von der Community so ehrenvoll gespendet gekriegt hast. Wollte ich dich nur dran erinnern. Ne, liebe Community, stimmt, der gehört doch wohl zu, wa? Richtig. Weiß ich nicht, ob die Community da mitspielt, wegen Sub. Was ist das denn für eine dumme Frage? Komm, sag mal, was Beeple kann. Okay. Baustellenverbot, ja, ich krieg ein Baustellenverbot. Ja. Der darf den nächsten unter den Stream starten, das Headset auf den Tisch legen, dann muss die gehen. Ah, guck, da ist da er. Da ist der Zap, da ja, ist der Zap. Mikey, so. Glückwunsch. Ich werde den da nicht dran erinnern, wenn der Stream losgeht. Der muss so. Das selber merken. So, pass auf. So, hat mir jetzt 4,99 Euro gekostet. So, bist du denn endlich da? Kriegst du Rabatt oder was? Ja, sicher. Ey, du sollst nicht die Dinger holen, du sollst die Stahlträger, weil das hätte jetzt Boti so besorgt. Mal, hast du irgendwas genommen? Ich hab doch gerade zu dir gesagt, das hat nicht mehr drauf gepasst, weil da hinten die vier Paletten draufstehen. Ach, du hattest schon was oben? Ich weiß, dass die Tiefen seit dem 1.4. legal ist, aber du sollst es nicht machen. Das ist nicht gut für dich. Party ist der schönste Arbeiter. New Subscriber! Jetzt! Okay, Herr Werkmeister, du bist schon 2 Monate Mitglied. Ne? Wirklich, wir. New Subscriber! Nee. Da kommen die ganzen Subs! Du bist schon 5 Monate Mitglied. Ey, Party! Oh? Jetzt bin ich aber ganz schön enttäuscht. Guck mal, der Mike, der hat ein Bildchen drin. Warum hast du kein Bildchen drin? Sag mal, du nüsstest dich hier als Arbeiter ein und dann hast du ja nicht mehr auf YouTube hier so ein Profilbild? Genau, Buddy, du bratzt mal ein Bild rein. Sportarbeit. Boti, so schnell komme ich gar nicht hinterher. Siehst du, ist schon fertig, ja. Fast. So. Ja. Botfahrt hat auch noch mal hin. Der Buddy ist so schnell, ja. Du warst immer zu langsam, ne? Ja, ja. Der auch früher auch eingeschlafen war. Der Gondler hat den bekommen. Jetzt ist gut hier mit. Aber es sind immer die stillen Zuschauer jetzt, oder? Wahrscheinlich, weil die anderen alle schon was bekommen haben, mein Zap geschenkt. Der Diskussionssimulator. Wir müssen los jetzt. Was soll ich komm mitkommen? Jetzt. Ja, dann los, Attacke, ja. Dann rein, die Olga. Ja, komm, rein. Du brauchst doch nicht um den LKW laufen, du kannst einfach irgendwo einsteigen. So. Rein. So, ihr habt ja erstmal zu tun, ne? Was müsst ihr denn eigentlich machen? Immer noch auf die Stahlträger drauf. Ja, ich muss erstmal ein Foto reinmachen jetzt. Mache Schnellreise. Komm.
Das okay. dauert zu lange. Ey, wir müssen heute noch was schaffen. Wir können jetzt nicht hier durch die ganze Welt fahren. Doch, wir können. Nein, die Leute warten. Ja, die wollen doch sehen, wie wir fahren. Mann, wenn man ja, dazu aber wir können doch nicht die Leute... Guck mal, die kosten jetzt unnötig Geld. Wer denn? Wer kostet Geld? Na, ich kann doch Broti und Paddy nicht einfach da so stehen lassen. Ey, du kannst doch... Wolltest du dich dazustellen, oder was? Also, wir spielen hier einen Simulator und nicht im Ladebildschirm. Zeichen müsste auch noch verladen. Oh, das wird cool! Nein, da machen wir Schnellreise. Und da darfst du gar nicht dabei sein bei der Flugzeugverladung. Doch, ich muss dabei sein. Da müssen wir ein Foto machen. Das kann man dir sagen, das muss schnell gehen. Wir müssen ein Foto machen, wenn wir das Flugzeug verladen. Der versteht das nicht. Komm jetzt, gib mal ein bisschen Schubrakete. Wohin denn? Mach doch hinten ein Strahltriebwerk drauf, da sind wir schneller. So wie ein Eurofighter oder so. Ja, ja, Eurofighter. 16.000 PS da. Och, ja, 160.000 PS, so war das. 160.000 PS bestimmt nicht. Das ist doch keine Rakete. Doch, hat der. Wie viel hat ein Triebwerk? Du redest von einem Triebwerk, ja? Der Eurofighter hat zwei Triebwerke. Ja, aber du redest von einem Triebwerk. Nein, der Eurofighter hat Triebwerke drin, die 160.000 PS. Ja, eins leisten. Oder zwei? Ja, zwei hat der doch wohl drin, oder Mensch, was? Kinder, hat das eine 160.000 PS, nein, oder? Nein, Eurofighter gesamt. Also du, gesamt, was? Also haben die 80.000 PS. Ja. Ein Triebwerk. Ja. So. Das wird zwar nicht im PS, das wird, glaube ich, in ja, google das. Jetzt an alle Klugscheißer da draußen, wie viel PS hat ein Triebwerk von Eurofighter Typhoon? Jetzt kriegen wir was. Ja, ja. Wird das nicht irgendwie Kilopoints oder irgendwie? Oder irgendwie? Ja, du bist mir auch Kilopoints. Guck mal, Curry. Ja, Gerd schreibt schon, Curry ist schon auf 180. Nein, ich bin auf Zündung. Der ist auf Durchzündung. Ja. Ich hatte heute nur einen Schurz. Was hat? Feuchten Furz. Da bist du. Das ist, wenn du so auf Toilette gehst und du furzt so und dann kannst du drüber wischen, hast trotzdem was dran, weißt du. Das ja, ist ein ja, feuchter ja, Furz. Ja. Und wenn du nicht auf Toilette warst, dann hast du dir eine Hose meistens kleben. Also guck mal, Grönländer sagt 150.000 PS hat ein Triebwerk. Na, naja, warst ja fast dran, ne? Sag ich doch. New Subscriber! Die Spreeweitjung! 2023, hey danke, du bist neues Mitglied. Ja, neues Mitglied. Bam! Hat er mir nicht geschickt, Spreewaldjogen? Nee. Kriegst du nichts aus dem Spreewald? Ey, das ist ja jetzt schon das Flugzeug! Ja, das holen wir jetzt aber noch nicht. Wir fahren jetzt wieder weg. Wir müssen zum Stahlhandel. Ich weiß nicht, warum der mir dann anzeigt, dass ich das jetzt holen soll. Ja, dachte ich. Blödmann. Ja. Da bist du nicht dabei. Guck es dir an. Aber warum fährst du denn jetzt dagegen? Sind wir jetzt falsch gefahren? Nein. Na, mach auf das Ding. Ich markiere den Stahlhandel. Wir können den nicht drauf machen. Das Flugzeug hole ich gleich ab, wenn du auf der Baustelle bist und das Dach fertig machst. Ja, jetzt komm mal auf den Tee. Wo ist jetzt der Stahl? Ja, im Stahlhandel fahren wir jetzt hin. Du sollst dir jetzt sagen, wir sind jetzt einen falschen Umweg gefahren. Na ja. Aber ich habe ein anderes Problem. Was? Tank ist leer. Ich dachte, ja, du hast jetzt die Tank, hast, Mann. Ach, wo denn? Wo muss ich hier in die Mitte reinfahren? Ja, einfach in die Mitte rinder. Ey, sag mal, oh Gott, ey. Der fährt nicht mehr schneller, guck, der ist alles. Na, mach auch gleich mal sauber, ey. Das kannst du ja nicht mal angucken. Mann, das müsste jetzt schon gehen. Ja, geht ja auch. Ich mache ja schon. Oh, Alter, ganz dann muss ich erstmal das, was du kaputt gefahren hast, reparieren. Vielleicht fährt er deswegen so komisch. Sag, wie neu. So, mach jetzt schnell Reise zum Stahlhandel. Tu dir mal die Möhrchen, ey. Ey, das wird immer. Ey, das ist. Oh.
Genau. Gerd, geht mir genauso. Ich kann schlecht einschlafen immer. Danach. Ja, Gerd muss auf jeden Fall den Stream heute noch verarbeiten. Der ist heute. Lass mir eine halbe Stunde, bevor der Stream zu Ende ist, Bescheid. Dann möchte ich die Schlaftablette schon nehmen können. Ja. Ah. Wir sind bei 35. Du kannst sie jetzt schon nehmen. 35 haben wir schon. Ja, natürlich. Wir haben heute noch nichts richtig geschafft. Weil Oh! Ich wollte aber nicht hier einschlafen im Stream. Deswegen nehme ich. Ich muss ja noch runter Zähne putzen. Töpfchen muss ich auch noch drauf. Und so. Ne? Da muss ich mal gucken, dass ich die nicht zu früh nehme. Naja. Vielleicht will ja deine Frau mit dir noch reden. Kommt drauf an, mit wem die von uns zwei reden will. Ja, mit mir nicht. Ja, aber vielleicht mit mir oder mit Mr. Lörres. Sitzen bleiben. Mr. Lörres, der kommt doch nur zum Kotzen, Mann. Es ist nicht genug Platz auf dem Verladebereich vorhanden. Ach so, warte mal. Hey, das ist doch das Flugzeug. Sind die blöd? Also, aber Hangar. Was machst du denn jetzt eigentlich? Anzahl der Teile 1. Kaufen. Ich muss hier mal wegfahren. Der sagt, es ist nicht genug Platz. Na, fahr mal weg. Ja, ich fahre weg. Kann ich noch ein Stück vorfahren? Ja, ja, kannst du. Ja, noch ein kleines Stück kannst du noch fahren. So, noch ein Stück. Ich muss ja hinten aus dem gelben Bereich raus. Geht das noch? Ja, geht. Okay, ich schlage mal links ein jetzt. Komm mal, ich weise ein. Komm, nicht so doll einlenken. Komm jetzt ein bisschen gerade, nicht, dass du mit dem Arsch hinten reinkommst, ne? Ja, noch ein Stück, jetzt komm zu mir, ja, bis jetzt, warte, ich gucke, geh nochmal gucken, ob ich jetzt kriege. Ja, ist noch ein gelber Strich, aber warum machst du rundum leuchten, Jan? So, und? Weil du nicht mit dem Auto saß, brauch ich die nicht anmachen. Ey, so, sag mal, bist du dämlich, du solltest es auf den Anhänger machen. Das geht doch nicht. Ja, aber wenn du mit den LKW hier reingefahren wärst. Das geht nicht. Aber jetzt haben wir doch keinen Kran! Ja, dann sehe zu. Oh. Da stand zu wenig Platz im Verladebereich, was soll ich dir sagen? Nein, ich konnte nicht aussuchen, ob laden oder nicht. Nein, der hat das jetzt so entschieden und sehe zu, um den Kran hier ran, Chris. Nicht quatschen, machen. Mann. Oh, Alter, ganz ehrlich, heute. Ja, mir geht mir genauso. Halt ein Sabbel, Mann, ey. Warum Ecke? Du diskutierst, ja, lad da drauf. Ne, ging nicht. Seh zu, dein Kran kommt. So. Schummelst du wieder, ne? Nein! Du hast wieder Ladebildschirmsimulator gespielt. Nein, ich bin schnell gefahren. Ja. Hm. Naja, ich hab mich nicht zehnmal verlaufen. Die hinteren zwei Achsen, oder was? Ach, guck mal da, der Boot ist schneller. Ey. Komm, jetzt wett rein. Wer ist zu schnell erst, ey? Ich könnte ja schon wieder sagen um den Zap, aber der Maximus wird dann direkt wieder das Handy zucken müssen, weil er das nicht schafft. Ach, hör auf, ey, es ist. Siehste, Leute, wenn ich das sag. Und Boti ist gefahren, nur damit du Bescheid weißt. Ja. Der hat das nämlich schon gehört. Der hat das schon gesehen, dass die verladen werden müssen. Weißt du, warum der das wusste? Weil er dann nämlich schon gespielt hat, so. So, ist jetzt verladen? Nee, noch nicht. Was dauert denn da so lange? Ey, du brauchst gar nicht so chemisch grinsen, ey. So, ey, ganz ehrlich. Die Baustelle ist irgendwie ein bisschen. Ja, also heute haben wir den Flow nicht so. Paddy, machst du Sport oder was? Wie muss ich auch die Zeit hier vertreiben? Der Hops über die Palettenweine schon langweilig ist, Jo. Ey, das ist. Aber ja, warte mal. Weiß wenigstens. Verdammt! Der Boti fährt den Kran schon mal zum Flugzeug. Weil ich mach das gleich mit dem Boti. Verladen wir das Flugzeug. Ein Flugzeug beim Hafen, ne? Ja. Komm dann da gleich hin.
Du brauchst gar nicht Schnellreise machen. Ich sehe den Namen, wenn du dich da reinsetzt. Ach so? Jetzt hier mitfahren. Ja, also schnell mitfahren hier. Nicht, dass der das Flugzeug auch noch holt. Wie? Aber das Ding ist doch voll. Wie wollt ihr jetzt in das Flugzeug drauf machen? Doch nicht jetzt. Das hole ich doch gleich. Ja? Jetzt fahre ich erst zur Baustelle, dann wird abgeladen, dann hole ich das Flugzeug, dann wird das aufgeladen. Ich gehe pullen. Ja, tu das mal. Aber warte noch 10 Minuten. Oder? Du pullen. Komm, jetzt machen wir Schnellreise. Verladen wir schnell das Flugzeug. Brot, die machen wir Schnellreise zum Flugzeug. Häng den schon mal dran. Wenn der kommt, muss das hinten draufstehen. Ja, Buddy, lad ab, schnell. Ja, bin dabei. Bleib doch stehen! Wenn der wiederkommt, muss das Flugzeug hinten draufstehen. Ja, zum Hafen kannst du keine Schnellreise machen. Ja, frei. Doch, kann ich aber. Zum Hafen geht nicht. Leute, wo ist denn der Hafen da? Da, doch, aber ich kann hier an dem Kieswerk kann ich eine Schnellreise machen, brauche ich nur die Straße hochfahren. Ist er? Gucken wir, ob wir das schaffen, ey. 900 Meter. Kannst du ja schon mal dran hängen. Ach, scheiß Autos, ey. Und habt ihr lästert? Natürlich nicht. Ah, oh, das tat so gut, Freunde. Das tat hast so du Tee mitgebracht? Was habe ich gemacht? Dein Tee noch holen. Mein Tee ist doch hier. Ach so. Ich habe hier extra eine große Kanne. Mhm. Und die sauf ich denn halt auch aus, ne? Bei so einem Stream. Ja, die saufst du aus. Wolltest du nicht nochmal auf Klo gehen eben? Ey, fahr doch auf Klo, Mensch. Ja. Hast du es nicht mittig? Ich hab doch gesagt, ich gehe auf Klo. Was ist denn für ein Rot kann? Also ganz normale hier von, was weiß ich hier, so eine rote Kanne hier. Ja, aber dann siehst du richtig den Keim hier unten. Ja, echt mal. Keim. Ja, ist so ein Keim unten dran hier von dem Tee hier. Roter Elofen. So, pass auf. Jetzt gehe ich mal hier hin. Du sollst gar nicht hier sein. Wir wollten das eigentlich schnell machen, dass du da auf dem Klo bist, dass das da schon draufsteht. Aber wo ist ein Boti? Der kommt jetzt nicht, weil das ist so abgesprochen. Ich wollte doch jetzt ein Foto machen. Ja, dann hol einen Kran. Nein, Boti kommt schon. Oh, das wird geil. Da immer. Das wird geil. So, ich muss das in Fotomodus geil gehen. Ach, von welcher Seite mache ich das? Von der Seite hier? Jetzt mache ich vom Klo von der Seite oder? Boote jetzt ohne abzusehen, direkt so zack zack drauf, damit er gar keine Chance hat. Nein! Ja, nicht so schnell, man. Nein, doch, ganz schnell. Ganz vorne hin, direkt hinten drauf, dann fahr ich direkt los. Ne, Stufi, Hände waschen lässt er immer aus. Was für Hände waschen? Siehst du? Damit er Bescheid weiß. So, fertig. Fotos werden beim Abladen gemacht. So. Lass sie da stehen. Jetzt! Halt! Nein! Halt! Stehen bleiben, ich schieße! Versara, nimm mal gar nicht mit, ey. Da fahren wir mal ohne. Zack, weg. Laufen! Und wenn du da schaffst, dass du da bist mit dem Laufen ohne Ladebildschirm. Bevor wir das abladen, dann darfst du ein Foto machen. Ah, zu spät. Ja. Und die schreiben doch im Chat, fahre los, ey. Ja, sehr, ja, bin ich ja schon weg. Ja. Ach, guck mal. Das sieht, ist doch schon fast fertig. Der Party ist auf der Baustelle. Alter Schwede, jo, je geht's ja ab wie Luzi.
So, ja, musst absetzen hier, ne, die Dinger, ne? Ja, ja, ja. Ja. Auf jeden Fall ist der Chat sich einig, dass heute war die perfekte Muppet-Show. Manche mussten schon mehrmals auf das Klo gehen vor lauter Lachen. Er musste auf Klo gehen. Ich musste auch auf Klo. Daywalker, sei gegrüßt. Hat doch gar kein Profilbild drin. Was ist da los? So. Wieso ist. Brody hat auch Schnellreise gemacht. Curry! Was ist? Na, wo bleibst du denn? Ich heiß nicht Maximus und mach Schnellreise. Ja, sag mal, hast du den Weg ja nicht gefunden? Ich spiele einen Simulator und dann möchte ich was sehen. Ja, die schöne Landschaft oder was? Richtig. Aber hast du gesehen? Der Mond ist aufgegangen. Mitten am Tag. Ja. Die Sonne und der Mond, die sind ja... Ey, sag mal, die sind Geschwister. Ich wusste es. Die Erde ist doch eine Scheibe. Ja, leck mir einer Socken. Wer hupt denn hier? Dein so. Inneres Ich hupt. Paddy, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Zack. Einwandfrei. Einwandfrei. Hör auf zu schleimen. Da machen sie schon gut, Junge, muss ich sagen. Schon Esperanto, Esperanto. Gucke hier, wie die Halle jetzt gleich fertig ist. Ah, oh, feini. Und jetzt müssen die anderen Dinger auch noch drauf, oder was? Jetzt muss noch ein Dach drauf. Und dann sind wir fertig? Ja. Wow. Ah, toll. Ey, Curry, wo bleibst du denn? Guck mal, Booty hätte jetzt schon die andere Hälfte des Dachs machen können, der wartet auf dich. Booty, bla bla bla. Schnellreise gemacht. Ich fahre immer noch. Ah. Aber wo bist du denn? Ach, da bist du. Mach bloß hin, Bengel. Naja, ich mache. So. Habt ihr doch gerade auf der Karte gesehen. Ach, du fährst da hinten lang. Ah. So, warte mal, jetzt muss ich mal wieder im Fotomodus gehen hier. Ja, Luna, der Meinung bin ich auch, aber irgendwie schon da immer auf taube Ohren. War Maximus? Ey, Mensch, du Ei, bist du blöd, Mann, ich war gerade im Fotomodus. Was denn, ich hab nicht verstanden. Luna hat gesagt, später, ich hätte Gehaltserhöhung verdient. Ja, könnte einreichen. Wenn ich aufhöre. Aber die Kassen sind chronisch leer, muss ich sagen. Sind einfach leer, was soll ich machen? Da hilft kein Sammeln und kein Schnaufen. Ruhe, mehr arbeiten. Hilft nicht. So. Ach, jetzt sind. Ah, jetzt ist das Flugzeug wirklich schon weg! Also, ja, wir sind von der schnellen Truppe, ey. Wir haben keine Zeit, hier rumzuludeln. Und können ja nochmal so am Haken hängen und so tun, als ob. Oder was? Ah, nee. Bloß, du warst jetzt nicht so schnell mit deinem Fotomodus. Nein! Na dann. Sind wir doch safe, Boot. Die haben alles richtig gemacht. Also, das ist schon eine mächtige Halle. Geh mal einen Meter beiseite. Ich muss hier durch. Abnahme. Ja, dann mehr, da haben wir ja eigentlich alles geschafft heute, ne? So, so ein bisschen, oder? Ja, unter meiner Führung und Verantwortung auf jeden Fall.
So. Und? Können wir das mal in schön da oben drauf legen? Nö. So quer drauf, zack, das glitscht schon von alleine in der richtigen Position, ne? Ist ja, das hier der Glitch-Simulator oder was? Ja, ich darf das. Mann. Ich bin ja Profi und kein dann Azubi. Und ich hab die ganze Arbeit gemacht. Ja, ich hab die Halle zusammen geglitscht. So. Ja, also ich denke mal nächste Woche, ich denke mal, wir brauchen noch mindestens ein Livestream um den Flughafen. Was muss man als nächstes eigentlich bauen? Terminal. Mechrisch, meine ich. Was? Terminal. Das Terminal müssen wir noch machen. Oh, gut. So. Ich muss sagen, das haben die in Stahlrecht nicht schön gemacht. Hier sind schon Knicke drin hier in deinem Blech. Das können die mal besser nächstes Mal. Bist halt immer anrufender. Die Knicke können wir die nicht so mehr sein, annehmen. Mann. Nein, hier an den Kanten, an den Übergängen hier vorne. Guck mal, richtig hin hier. Los, dann sind die hier vorne an den Längsdingern schon am Rosten, die Bleche. Ich auch nicht toll. Ah, dann müssen wir mal. Ja, müssen wir bei der Abnahme nochmal. Das Furniereis muss rosten, sonst hält der Zement nicht. Ja, das ist richtig. Aber da die Bleche, da die Übergänge, das ist. Oh. Habt ihr gesehen, ne? Das war für junge Erwachsene, ne? Dieses Glitchen. So, nächstes Mal ist der Beton, ne? Oder was? Oder ist es jetzt nur die eine Platte hier oder die letzten da? Nein, die drei Platten kommen jetzt hier auf den Anbau drauf. Hast du den Bauplan nicht gelesen oder was? Da war ich Kreide holen, Mensch, hatte keine Zeit. Ja, richtig, hier ist Bauplanung, hier, zack. Ja, da muss hier wahrscheinlich dann auch Beton machen, ne? Toiletten. Hier muss hier muss dann Beton gemacht werden, ja. Ja, das können wir beim nächsten Mal machen. Das wird fertig gemacht jetzt. Das wird nicht jetzt fertig gemacht. Was ist denn für eine? Ja, warum nicht? Die können doch mal eben gießen. Die heißt nicht Maximus und brauchen 3 Tage für so eine Decke. Die können ja auch mal gießen, ey. Ja. Wenn ich das sag. Adi, was gibt das da? Oti. Oh, jetzt. Ey, ich bin hier oben, guck mal. Hast du gesehen? Ja, Junge. Ich bin halt der König jetzt. Mach ich hier oben Bauabnahme erstmal. Ja, guck mal die Kanten nochmal an. Das ist ja verdammt wichtig. Ja, ich guck mir die nochmal an. Das sah mir nicht so gut aus. Aber mit dem Kranarm. Ah, ich muss mal auf die Mission gucken, was da alles noch zu machen ist hier. Nix. War es nix. Doch, nochmal Decke betonieren. Decke betonieren. Ey, doch, gesagt, wir können die Nachbesprechung. So. Dann ist noch Nachbesprechung, dann sind wir durch mit dem Abschnitt. Ja. Wenn ich die Decke hier oben abgenommen habe. Ja, mal nicht mehr das Eimerchen. Muss ich mal hinten meine Betonpumpe nehmen. Na, wenigstens sind die Kantenglättungen hier besser. Ja, weg. Wieso weg? Wegen deiner Aktion. Ja, bald wegen deiner Aktion. Ach so. Naja, gut. Du hast alles kaputt gemacht da unten. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass da. Ja. Wo bist du? Oben am Dach. Immer noch. Ja, hier oben dürfen nur Erwachsene drauf. Du musst unten bleiben. Oh. Na gut, es sieht schon echt interessant aus hier. Schönen Abend, Luna. Ja, wir sind, wie gesagt, auch gleich fertig hier mit unseren Bauen. Ich mache jetzt noch für die nächsten Folgen noch mal ein paar Fotochen. Man kann ja da ein bisschen was gebrauchen. Ja, noch ein bisschen heller hier. Ja, dass wir hier ein bisschen was sehen hier. Kann man ja alles. Warte, so kommst du aber nicht bis hinten hin, ne? Das ist ja logisch. Weiß ich. Ja, der Maxi muss mal zugucken, da kann er das mal lernen mit der Betonpumpe. Ich hab halt nur einen kurzen, da kann ich halt auch nichts für. Ja, das ist wenn schlimm, du das hier wohnt bist, Maximus weiß, wie das ist. Nee. Ach, hör doch auf, Toni hat mir alles erzählt. Wir haben Vergleiche gemacht und Toni hat da sehr kurz abgeschnitten. Ja. Ihr braucht nicht so viel rausholen, weil er hat direkt gesehen, dass er in der Kürze ist. Ja, Junge, der hat mir alles erzählt, ist vorbei das Thema. Ey. Ja. Ja, ja. Ach, ich hab den heute geschrieben mit Arma, der sagt irgendwas mit Studium. Ich hab zu denen gesagt, die arbeiten, da brauchst du kein Studium.
Ja, der muss momentan muss er ein bisschen lernen, hat er gesagt. Ja, der braucht nicht lernen, der soll arbeiten gehen, der braucht kein Studium. Ja, wer nicht lernt, kann nichts vergessen. Und ja. Das ist einfach eine Sache. Der Curry. Ach, der Madem, aber die läuft schon wieder durch meinen frisch gegossenen Beton. Ja, nein! Bei dem ist Hopfen und Malz verloren, da brauche ich nichts mehr sagen. Das muss alles richtig fließen. Warte mal ab, weil der wieder stirbt. Wenn wir mal einmal machen, nächste Woche oder übernächste Woche. Mal ja, gucken, wie wir das hinkriegen. Das wird übernächste Woche werden. Nicht nächste Woche. Ich glaube auch mal. Ja, übernächstes Wochenende, da kannst du durchaus mal auf den Freitag werden. Freitags, ja. Freitag oder Samstag. Also, weil in der Woche ist kacke, da muss ich mal früh raus wegen Arbeit, da kann ich nicht so lang. Wir werden das übernächste Woche. Und wir haben das ja schon angetestet, weißt du selber, ne, die Zeit, 19. Die geht da drin. 19. könnten wir so vorbemerken, dass wir da Armer machen. Ja. Da können wir es immer noch mal zwischendurch mal ein bisschen testen und. Ja. Dann wollen wir das ja auch vernünftig machen. Und wir werden definitiv einen Server starten, dass Crossplay möglich ist. Dann sagen wir euch den Servernamen, wie der heißt, und dann könnt ihr dazu stoßen. Dann machen wir kein Passwort rein, da kann kommen, wer will. Ja, kleiner Dödel 123 wird er dann heißen. Ja, oder ja. Hoden. Ja, ja, wir werden ja. Einfach, wir nennen den einfach CML Armer oder was weiß ich. Ne? Ist gut, ja, irgendwie so. Genau. Ja. Und da werden wir auch nicht so viele Mods machen, erstmal nur vielleicht 20. Also ja, und das Gute bei Arma Reforger ist ja, wenn wir Mods installieren, dann sobald ihr auf den Server zugreift, lädt er die Mods automatisch runter. Das gilt auch für die Leute, die über die Xbox dran teilnehmen. Ihr könnt das Spiel auch mit Mods spielen. Da lädt er auch automatisch runter. Ey, du verlierst hinten den halben Beton. Unfassbar. Echt mal, du bist noch oh, der Spritzer bist du. Ups. Oh. Ups, ja, komm, ich kann wenigstens mit der Beton. Nein, ein ordentlicher Spritzer spritze ich daneben. Ja, komm, komm. Ich muss noch sprechen heute. Ich habe mal eine wichtige Aufgabe. Ich muss nur zur Dienstberatung. Ja. Ja. In welchem Bezug, über was wir reden, verstehe ich jetzt nicht. Hä? Jason hat gefragt, über was wir reden. Über Arma wollen wir am 19. bringen. Aber nochmal zu Forza. Arma Reforge, Arma. Genau. Und am 9. ist ein Dienstag, werden wir Suzuka, ne? Grand Prix Suzuka. Erstmal werden wir mit irgendeinem japanischen Auto, das wird aber dann noch kundgegeben, werden wir noch unsere Runden drehen. Wo ist denn jetzt die Olga, mit wem ich reden muss? Ja, erstmal muss das ganze Zeug weg. Ah, warte mal, das sieht gut aus, da will ich ein Foto machen. Ja, dann mache nur. Ja, und dann müssen wir die Fahrzeuge raus hier, müssen wir mal hell machen. Oh, so hier. So, warte mal, Interface aus und dann... Oh, das sieht doch cool aus mit der Halle. Die Fahrzeuge hier in der Halle, ey, das ist ja geil. Ha! Gut, alles klar. Jetzt reiten da die Olga und... Hey! Was war das? Nix kann der. Überhaupt nix. Wie immer. Das hat der Boti mit Absicht gemacht. Aber sah cool aus. Der Boti war gar nicht da drin. Ja, auf deine Idee wäre es... platziert deswegen. Ja, es sah gut aus. So, ich gehe jetzt mal mit Olga reden. Hier zuhören, die ist wichtig. Mir gefällt, was du aus dem Grundstück gemacht hast. So ist diese Stelle damals wie heute der Dreh- und Angelpunkt der Anlage. Du musst wissen, dass dies früher der Ort war, an dem wir als Kinder unsere Nachmittage verbrachten. Es gab einen großen Dachboden und einen Zugang zum Dach, wo wir nicht drauf durften. Als Teenager hat mich das irgendwie herausgefordert. In warmen Sommernächten, wenn alles schlief, kletterte ich oft heimlich hinauf und legte mich auf das Dach. Ich träumte damals schon davon, eines Tages die Lüfte zu erobern. Jo, alles klar. Der war aber ordentlich heiß, wa? Immer K.A. mit einer 4060 Ti kannst du auf ETS alles volle Pulle aufdrehen. Ja. Ohne Probleme. Guckt euch das mal an. Ey, mein Flugzeug steht ja da drin. Ich gehe kaputt. Kann ich doch mit einer Runde drehen?
Das wäre cool, wenn man einfach mal mit dem Flieger hier mal eine Runde drehen könnte, ne? Ja. Ja, du sowieso nicht, du hast gar keinen Pilotenschein, aber ich, Paddy und Boti, wir drei, die arbeitet genau. haben. Du hast den Tiefflieger, ja, ja. So, Freunde, dann würde ich... Ich bin Eurofighter-Pilot, ey. Ja. Okay. Bei der Umfrage, gesponsert von Geminis, ja. Was ist der Name des Fundaments, auf der ein Gebäude errichtet wird? Meine Güte, ist das zu klein. Und ja, wenn das jetzt anders ist, aber Geminis hat es gesagt, Sockel, 49%. Mehr Auswahl war ja nicht, ne? Das ist ja Fundament. Was soll der Sockel sein? 162. Ich hab mal anderes genommen. Was denn? Pflaster. Habe ich gedacht jetzt. Und da auf dem Pflaster setzt du ein Haus oder was? Nein, aber die Leute, die den Sockel bauen, die hauen sich ja die Hände kaputt messen und die brauchen öfters ein Pflaster. Also auf dem Pflaster ist alles aufgebaut worden. Oh, Freunde, ich denke mal, wir machen Feierabend morgen um 20 Uhr, machen wir KSK-Einsatz und was wir Freitag und so bringen, ich muss jetzt die Tage auch die Umfrage wegen den 9., da ist nämlich Race Days zu Suzuka, erstes Rennen wird normales Stockauto sein, ein japanisches und das nächste wird dann das Qualifying und ein Langstreckenrennen, so 20 Runden werden. Ja, also ist auch fast wie 24 Stunden. Dass ihr, das wollen wir machen. Morgen machen wir jetzt hier, ja, ist das Breakpoint oder was? Ne? Ja, ja, KSK-Einsatz. Wieder dem Fest. Ja, habe ich schon vorbereitet, ist alles schon fertig. Alle Leute, die jetzt hier rüberkommen, den Leistung beendet, die gehen automatisch auf diesen Breakpoint und dann, könnt ihr euch dann. Was machen wir denn? Wann starten wir den morgen? Ja, 20 Uhr, so wie immer. Bis? Ja, bis 22 Uhr, länger nicht. Wenn wir um drei Viertel Feierabend machen oder um drei Viertel, was ist das? 21.45 Uhr. So. Halb, Viertel, halb, drei Viertel. Punkt. Ja, wenn wir um halb Feierabend. Ein Viertel nach, halb, Viertel vor. Punkt. Ja, ich habe auch keine Zeit. Ja, pass auf, wir machen jetzt Feierabend. Danke fürs Zuschauen, danke für die ganzen Subs. Ihr seid die Besten. Und wer Lust hat, kann morgen einfach die KSK im Einsatz sehen. Wer Lust hat, darf dabei sein. Genau. Hurry up mit dem Praktikanten Maximus. Ja, also jetzt ist Feierabend. Ne? Wir reden morgen noch gemütlich über ganz viel Müll. Und da mit diesen Worten machen wir einen Fisch und sagen bis bald.